Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Heute muss ich ein bisschen am Anfang herumprobieren. Ich benutze nämlich eine neue Software, um die Sendung zu auszustrahlen. Ich muss ganz kurz sicherstellen, ob auch alles rechtens ist. Okay, das klingt gut. Also, schönen guten Abend. Ich glaube, das ist alles in Ordnung. Ich hoffe, Sie können mich sehen auf YouTube. Also, die neuesten Nachrichten sind, dass YouTube das Google Hangouts on Air sozusagen nicht mehr anbietet. Das bedeutet, dass ich jetzt eine externe Software benutzen muss, um genau die gleiche Sendung eigentlich ausstrahlen zu können. Das ist meiner Meinung nach eigentlich gewollt, weil so viele Leute wirklich Erfolg hatten mit dem Google Hangouts on Air. Es war unglaublich einfach, eine Sendung auszustrahlen. Jeder konnte einfach live gehen und seine Meinung eigentlich senden. Und jetzt ist das sehr viel komplizierter geworden. Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Also ich hoffe mal, dass heute alles in Ordnung ist. Eine Sache, die ich ganz kurz überprüfen muss, ist, ob eigentlich die Audioqualität die ist, die das sein soll. Einen Moment bitte. Also okay, einen Moment. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Ich muss das kurz überprüfen. Okay, ich glaube, das ist wirklich besser. Ich habe ganz kurz die Mikrofone durchprobiert. Ich hoffe, das geht mit diesem Mikro. Das ist ein bisschen anders als über YouTube, aber ich hoffe, Sie können mich immer noch verstehen. Heute geht es in der Sendung hauptsächlich um die neuesten Angriffe, die neueste Geheimdienstkriminalität, mit der ich es zu tun habe. Und die war wirklich extensiv. Was ich zurzeit mache, ist, ich habe eine Bitte um Unterlassung an erstens an die an das NATO Space Command geschickt. Nicht nur eine, auch an das Schweizer Militär. Die sind nämlich zuständig für sämtliche Militärwaffen, die hier im Land benutzt werden. Und ich werde mit Militärwaffen beschossen. Und auch an den Schweizer Geheimdienst, weil der Geheimdienst eigentlich das gesamte Gangstalking organisiert, solche Sachen macht, wie zum Beispiel die Registrierung von Gangstalking-Autos zu verändern, um damit Referenzen oder sozusagen Verweise auf meine Nationalität, auf meine Sprache oder auf andere persönliche Details zu machen und so weiter. Das heißt, alle drei sind involviert. Der Geheimdienst betreibt das Gangstalking, die Hauseinbrüche, teilweise auch das Hacking, wobei sie auch die NSA benutzen. Das Schweizer Militär betreibt halt die ganzen Waffen. Siegfried Thomas in Biel und seine Ehefrau zum Beispiel haben berichtet, dass an einem Wochenende, wo die Folterer in der Nebenwohnung in den Urlaub gingen, da hat das Schweizer Militär übernommen und sie sahen sozusagen richtig Leute in Militärausrüstung, die wahrscheinlich von irgendeiner Kaserne rüberkamen, um halt das Rentenehepaar zu foltern. Es ist wirklich krank, was zurzeit läuft, aber ich möchte, dass Sie ganz genau wissen, wer beteiligt ist. Wir wissen, wer das macht. Wir wissen ganz genau, wie Sie das machen. Wir können Sie nur nicht stoppen. Okay? Wenn zum Beispiel der Jean-Philippe Godin, der Leiter des Schweizer Geheimdienstes, oder Philippe Rebord, der Leiter des Schweizer Militärs, nicht beteiligt wären, dann wäre das verdammt einfach für diese Männer, herauszufinden, wer das macht. Da sie das aber schon seit Jahren nicht machen, ich werde hier in der Schweiz seit Januar 2016 verstümmelt und beschossen, aber wirklich rund um die Uhr. Man kann davon hundertprozentig folgern, dass es wirklich das Schweizer Militär ist. Das heißt, sie haben tatsächlich Genozidpläne und sie möchten einfach Frauen und Rentner zu Tode verstümmeln, weil halt in der neuen Weltordnung sozusagen die Leute, die nach den großen Genozidplänen übrig bleiben, wahrscheinlich nur die Kartellkriminellen und ihre Nutten sein sollen, nehme ich mal an. Also irgendwie so läuft das. Aber wie auch immer, also diese Menschen und diese ganzen Institute sind hochkrank. Sie sind halt mit Psychopathen, mit Serienmördern eigentlich ja bestückt in der Führungsriege. Und Serienmörder, die einmal nach oben kamen, haben natürlich auch andere Serienmörder und extrem kranke Persönlichkeiten ausgewählt, um halt sich selber zu schützen, sich selber zu decken, und so ging es halt immer weiter.
das ist jetzt die Situation, aber was ich jetzt eigentlich regelmäßig mache für, als Vorbereitung für meine Gerichtsklage, ist eine Bitte an Unterlassung an sowohl den Schweizer Geheimdienst als auch das Schweizer, die Schweizer Militärleitung, als auch die, das NATO Space Command zu schicken. Und das NATO Space Command einfach deshalb, weil ich wirklich beweisen kann, dass ich auch mit Satellitenwaffen beschossen werde. Okay, also ist wirklich, die Schüsse kommen teilweise so größtenteils von oben. Ich kann auch dort beschossen werden, wo wirklich niemand um mich herum ist. Das heißt, Satelliten sind hundertprozentig involviert in dem Ganzen. Und sozusagen die europaweite Massenverstümmelung der Bevölkerung wird tatsächlich vom NATO Space Command organisiert. Und zwar von General Harrigian, wobei ich nicht genau weiß, wie sein Name ausgesprochen wird. Das heißt, das sind wirklich diese Kriegsverbrecher, die wir jetzt in den kommenden Gerichtsklagen wirklich anklagen wollen. Ich persönlich möchte sie eigentlich nach dem Nürnberg-Code hingerichtet sehen. Aber ja, das ist noch unter Bearbeitung. Wenn sie ein Leben lang im Knast landen, wäre das auch schon mal ein Anfang. Aber das ist, worauf wir hinarbeiten. Aber um wirklich vor Gericht beweisen zu können, selbst wenn sie mich ermorden, dass meine Familie auch beweisen kann, dass ich das diesen drei Institutionen mehrmals gesagt habe und ihnen eigentlich alles an Informationen geliefert habe, habe ich jetzt angefangen, immer wieder bei jedem wirklich extensiven Beschuss eine Bitte um Unterlassung zu schicken an NATO Space Command, an Philipp Robur und die ganze Militärleitung in der Schweiz und an den Schweizer Nachrichtendienst und in CC sämtliche Schweizer Parlamentarier, und zwar alle. Und da geht es wirklich darum, dass ich bereits von den WikiLeaks weiß, dass Walter Madlinger bereits schon vor 2007, also vor 12 Jahren, bereits das sämtliche Schweizer, also die sämtliche Parlamentarier bereits informiert hat. Das heißt, das Schweizer Parlament weiß schon seit 12 Jahren über dieses Verstümmelungsmorden an der Bevölkerung mit Energiewaffen. Und sie haben sich 12 Jahre lang geweigert, was dagegen zu unternehmen. Wieso? Ich nehme an, weil die meisten Parlamentarier eigentlich Mitglieder dieser Geheimgesellschaften beziehungsweise Kriminalgesellschaften sind und wahrscheinlich auch Kinder von Geheimdienstlern. Das heißt, sie stecken irgendwo im Filz mit drinne. Und die Parlamentarier, die nicht drin stecken und immer noch nichts gemacht haben, ich weiß nicht, was mit denen los ist, entweder checken sie das nicht, entweder sind sie wirklich so saublöd, dass sie glauben, dass sie das überleben werden und sie müssen nur stillhalten. Oder sie haben Angst, keine Ahnung, ist mir auch scheißegal, um ganz ehrlich zu sein. Mir geht es wirklich nur darum, eine sogenannte Legal Liability zu kreieren. Mir geht es wirklich nur darum, einerseits Beweise zu sammeln, andererseits beweisen zu können, dass sich sämtliche Leute, die eine Statutory Duty auf Englisch, also eine statutische Pflicht haben, zu agieren, dass ich die alle informiert habe. Okay? Und das ist eigentlich alles, was ich machen muss, um eigentlich diesen Nürnberg-Code zu triggern. Ja? Dass sie dann nichts machen, überrascht mich nicht, ist mir aber auch scheißegal. Es geht mir wirklich nur darum, dass ich und meine Familie ein Anrecht haben auf Entschädigung und idealerweise auch ein Anrecht auf das Privatvermögen dieser Leute, die aktiv sich geweigert haben, die Holocaust-Opfer zu unterstützen. Darum geht es. Okay, also General Harrigian, Philipp Robur und Jean-Philippe Godin sowie die gesamten Parlamentarier in der Schweiz, die möchte ich gerne mit hier hineinziehen, denn es ist eigentlich deren Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Nicht meine, als alleinstehende Frau und als Teilchenphysikerin. Ja, ich bin eigentlich nicht für die nationale Sicherheit der Schweiz, ja, verantwortlich. Und trotzdem sitze ich hier und mache das Ganze solo. Ja. Das heißt, die Bevölkerung erst einmal nicht zu implantieren oder sie zu warnen, dass sie implantiert sind und bereits mit AI gesteuert werden, dass sie Energiewaffen überall angebracht werden, die dann die Bevölkerung mit Krebs ermorden soll oder mit anderen Gebrechen, mit Herzinfarkten, mit Aneurysmen. Das war eigentlich die Aufgabe von Jean-Philippe Godin, ja. Und wenn er das nicht macht und wenn Philipp Robur nicht dafür sorgt, dass hier in der Schweiz nicht mit Energiewaffen rumgeschossen wird, ja, denn Energiewaffen sind ja Massenvernichtungswaffen, dann bedeutet das automatisch, dass diese Männer einem Kriminalkartell angehören. Okay, also sie agieren eigentlich unter privatem kriminellen, also unter privaten kriminellen Businessplänen. Es muss ja eine Erklärung geben, wieso sie ihre statutischen Pflichten nicht nachkommen, ja. So, was ich jetzt gemacht habe, also ich schicke das immer und ich muss das schicken, also ich muss diese Bitte um Unterlassung schicken, um halt
vor Gericht beweisen zu können, dass diese Leute sich systematisch geweigert haben, obwohl sie sämtliche Informationen von mir bekommen haben, ohne Ausnahme. Und ich habe jetzt die gesamten E-Mails schon seit 2 Monaten schicke ich sie regelmäßig. Und ich habe auch kein Problem damit, diese E-Mails täglich zu schicken, denn ich werde rund um die Uhr beschossen, ich werde durchgehend mit den Chips gefoltert, ich werde mehrmals täglich vergewaltigt und ich werde durchgehend mit Pulsed Energy Projectiles beschossen, sodass mein Körper eigentlich ständig von diesen Geschossen eigentlich, mikroskopisch durchlöchert wird. Diese Schüsse zerren wirklich durch das Gewebe, ja, und durch die Gehirnmasse. Und es geht eigentlich darum, Leute statistisch zu ermorden. Ein Schuss bringt die Leute zwar nicht um, aber es geht darum, sie so zu verstümmeln, dass sie innerhalb von 5 Jahren nicht mehr leben können, dass sie am besten an diesen Verletzungen krepieren. Darum geht das hier. Das ist auf Englisch die plausible deniability, also die plausible Verleugnung der eigenen Schuld. Ja, darum geht es. Was mich aber sehr amüsiert hat, ja, ich muss mal schauen, wann ich angefangen habe, die erste Bitte um Unterlassung zu schicken. Ich glaube, das ist schon mehrere Monate her. Aber das Allerbeste ist, ich habe bis jetzt eigentlich nur eine Antwort bekommen, und zwar von einem deutschen Parlamentarier, ja, von einem Mitglied des Deutschen Bundestages. Das war sehr, sehr gut. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, eigentlich aus Nürnberg 2.0 rauszukommen, ja, und irgendwie anzufangen, irgendwas zu tun. Aber aus der Schweiz habe ich null gehört, bis vor ein paar Tagen, ja, mittlerweile ist das schon, das war am 9. Da hat sich ein Damien Müller gemeldet, ja, und er hat nur geschrieben, dass er von der E-Mail-Liste heruntergenommen werden möchte. Also, man kann echt saublöd sein, muss ich sagen, ja, weil damit hat er bestätigt, dass er sämtliche E-Mails bekommen hat, ja, damit hat er automatisch seine Legal Liability, ja, seine, wie nennt sich das, rechtliche Liability, wie nennt sich das auf Deutsch, wie auch immer, die Legal Liability sozusagen getriggert, ja, weil er mir das schriftlich bestätigt hat und er hat zur gleichen Zeit eigentlich bewiesen, dass er, sorry, dass ich das so sage, zu saublöd ist, um zu kapieren, worum es hier eigentlich geht. Ja, es geht hier um die Massenvernichtung der Schweizer Bevölkerung. Ich habe den Parlamentariern bereits schon die Schweizer Genozidpläne geschickt. Und mit dieser saublöden E-Mail hat er eigentlich in einem Satz sich eigentlich in die schlimmste Position manövriert in der ganzen Matrix, die es eigentlich gab. Ja, also nichts zu sagen ist immer noch besser als etwas Saublödes zu sagen. Ja, also bei meinen E-Mails handelt es sich nicht um Spam, denn es gibt wirklich etliche andere Schweizer, die auch in ihren Häusern ermordet werden. Und ich habe mehrmals schriftlich die Parlamentarier daran erinnert, dass es deren Aufgabe ist, dieses Problem zu lösen, nicht meine. Wir brauchen eine Untersuchungskommission und nur das Parlament kann wirklich diese Kriminellen und das Militär wieder unter Kontrolle kriegen. Ja? Ich kann das nicht als Einzelperson. Herr Siegfried Thomas und seine Ehefrau in Biel können das nicht. Ja? Das Militär ist so psychopathisch und saublöd, wenn die erstmal im Fick- und Mordmodus sind, dann kann man sie nicht wirklich stoppen. Ja? Als die Nazis in ihrem Fick- und Mordmodus waren, hat eigentlich nur eine ganz flotte Kugel durch ihre Köpfe sie eigentlich dazu gebracht, damit aufzuhören. Ja? Also es ist echt, echt schlimm, wenn das Militär erstmal so loslegt. Das heißt, es gibt eigentlich nur 2 Institutionen, die sie stoppen können, und zwar erstens das Parlament und zweitens die Gerichte und drittens die Kugel. Ja, das ist leider, was die Geschichte uns gelehrt hat. Okay, also ich möchte eigentlich gerne damit anfangen, Ihnen diese gottverdammt saublöde E-Mail zu zeigen. Es war echt... Ich dachte nur, oh Mann, Junge, wirklich. Also diesen Typen muss man auch nicht wieder wählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, also ich versuche mal diese E-Mail hier zu öffnen. Ich hoffe, Sie können das sehen. Also das ist hier diese E-Mail. Moment, ich versuche das mal größer zu machen. Und hier ist, ja, Damien. Echt.
Die Namen, selbst die Namen passen. Also, Damien Müller schreibt, thanks for mail, please delete my address. Thanks. Nicht einmal unterschrieben, ja, 9. August, wo ich dazu sagen muss, okay, thanks for the mail und mail wird klein geschrieben und address wird mit 2D geschrieben. Also, okay, ich sehe schon, der Typ steigt nicht wirklich durch. Aber was er auch komplett ignoriert hat, ist, ich werde diese ganzen E-Mails hier veröffentlichen. Also hier sind sämtliche Schweizer Parlamentarier drauf als Beweis und diese E-Mail, Dear NATO Space Command, also liebes NATO Space Command, Schweizer Militär und Schweizer Geheimdienst, ich bitte Sie sofort mit dem Maschinenbeschuss, also Maschinengewehrbeschuss auf mein Eigenheim aufzuhören, also Maschinengewehrbeschuss mit Pulsed Energy Projectiles. Sie beschießen meinen Schädel und meinen Brustkorb mit, wie nennt sich das, mit wahnsinniger Intensität. Und ich möchte Sie darum bitten, dass Sie endlich sämtliche Ihrer psychopathischen Killer und Kriegsverbrecher abrufen. Ja? Ich erinnere auch das Schweizer Parlament daran, dass dies die Weise ist, wie das Schweizer Militär und der Schweizer Geheimdienst unschuldige Frauen in ihrem eigenen Eigenheim beschießt. Und ich habe einen Link hier eingefügt, wo man sehen kann, wie ich ins Gesicht geschossen werde, ja, in meiner Wohnung in Zürich. Und dann habe ich noch geschrieben, wenn das Parlament keine Maßnahmen unternimmt, um diese Schweizer Staatskriminellen zu stoppen, ist eigentlich jeder Schweizer Parlamentarier mitschuldig, also mit Aiding and Abetting, also mit dem Zulassen oder mit dem Aiding and Abetting ist eigentlich ein Fachausdruck aus Englisch, im Englischen. Und es geht wirklich darum, dass man sozusagen Kriminalverbrechen sozusagen mit unterstützt. Also man hilft sie und man unterstützt sie zugleich, indem man nichts macht, ja, oder sie sozusagen ermöglicht und wissentlich nichts dagegen tut. Also sozusagen diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermöglicht und hilft und wird in internationalen Tribunalen auch dafür vor Gericht gestellt. Und noch einmal fordere ich, dass Sie eine Unterlassung dieser sadistischen Nonstop-Folter und Verstümmelung meines Körpers mit Energiewaffen und das von anderen Opfern. Ich erinnere Sie auch daran, dass die Gebühr für das, wie nennt sich das, für die nicht genehmigte Nutzung meines Körpers, wie Sie das gerade machen, 100 Millionen Franken beträgt pro Tag. Wobei diese Gebühr sofort anfällt, so wie mein Körper in einer nicht genehmigten Art und Weise benutzt wird. Okay, also, das ist jetzt aber nicht die einzige E-Mail, die ich geschickt habe. Ich habe nämlich auch eine Bitte um Unterlassung am 8. August geschickt. Dann am 7. August, am 7. August um 4.24 Uhr morgens, weil ich da wach gefoltert und geschossen wurde. Am 6. August um 4 Uhr morgens, am 5. August um 9 Uhr abends, weil ich da nicht einmal meinen Schreibtisch benutzen konnte. Am 3. August und jedes Mal versuche ich, mehr und mehr Beweise reinzusetzen. Ja, also jede E-Mail ist vielleicht 3 Paragraphen lang, aber in jeder E-Mail befindet sich irgendein Link oder irgendeine Information, die diese Leute wirklich wissen müssen. Erstens, um ihre eigene Haut zu retten und zweitens auch, um wirklich zu kapieren, was hier eigentlich im Land läuft. Okay, und dann am 1. August. Und so geht das dann. Ja, ich muss mal schauen, wann das Ganze anfing, mit welchem Datum. Es kann sein, dass ich auch mal separate E-Mails geschickt habe. 5. Juli, okay? Also seit dem 5. Juli schicke ich schon diese regelmäßigen Updates. Und ich muss sagen, ich habe echt kein Problem damit, wenn ein Schweizer Parlamentarier so saublöd ist und diese Warnungen als Spam missversteht, dann hat er echt irgendwas nicht geschnallt hier. Ja? Also echt sorry, aber Damien Müller wird eine spezielle Erwähnung in meinem Gerichtsfall finden, weil das wirklich zeigt, dass die Parlamentarier ein Menschenleben so als so wenig erachten. Ja, das ist eigentlich ein wiederholtes Flehen, um mein Leben zu schützen, mein Leben zu retten, als Spam angesehen wird. Ja, also noch mehr Nazi geht nicht mehr.
Also für die Leute, die vielleicht die Finanzgeschichte der Nazis kennen und wissen, dass die Nazis aus der Schweiz finanziert worden sind, ist es vielleicht nicht zu überraschend. Aber trotzdem, ja, im 21. Jahrhundert ist das ein bisschen too much. Aber egal, das war nicht nur das Einzige, was wirklich saublöd war, seitdem ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Es gab noch viel, viel, viel mehr. Ich möchte ganz kurz einen Soundcheck machen. Moment. Nicht nur das Einzige. Okay, das klingt gut soweit. Also, das andere Sachen, die vorgefallen sind, Sie wissen vielleicht nichts darüber, weil das auf Englisch war, diese Sendung, und nicht auf Deutsch, aber ich habe mehrere Interviews mit Professor James Fetzer gemacht. Und Professor James Fetzer ist ein pensionierter Professor in den USA. Und er hat sich darauf spezialisiert, diese gesamten, ja, geheimdienstgestellten großen Terror-Events zu analysieren, also genau forensisch zu analysieren. Er arbeitet mit einem sehr großen Team an Fachexperten zusammen. Und zusammen haben sie dann mehrere geheimdienstgestellten Riesenterroraktionen eigentlich auseinandergenommen, analysiert und nachgewiesen, dass es wirklich der Geheimdienst war. Dazu gehört zum Beispiel das 9-11, ja, wo dann ja das amerikanische Militär und die CIA ja diese Türme ja zerstört haben, zusammen mit dem US Space Command, und dann sich irgendeine kackbescheuerte Story ausgedacht haben, dass diese Türme von irgendwelchen saudi-arabischen Leuten, die aus Hamburg kamen, ja, irgendwie ja zerstört worden sind auf eine Art und Weise, die eigentlich physisch unmöglich ist mit solchen Mitteln. Und deshalb haben sie dann Afghanistan angegriffen. Ja, alles klar. Und danach sofort den Irak. Und dann fing es an. Also, das war schon mal eine saublöde Story, aber seitdem, wie wir wissen, wurde es noch dämlicher. Ja, also danach hatten wir zum Beispiel das Bombing in London. Ja, zum Beispiel das 7-7-Bombing in London, und also der 7. Juli, das war am 7. Juli, und 7-7, also die 7, ist schon eine Geheimdiensterkennungszahl. Ja, und die im Geheimdienst haben sie irgendwie so ein echt Bullshit mit diesen 7-7s, und das sind irgendwelche Levels, und jedes Mal, als man versucht hat, mir das zu erklären, war ich nur so, okay, was nochmal, whatever, irgendein Bullshit. Also diese Siebener sind alle immer ein Erkennungszeichen für diese Vollproleten im Geheimdienst. Okay. Also 77 war das MI5, ja, wo das MI5 dann gespielt hat, wie wieder ja irgendwelche Muslimen, ja, die haben einen Bus in die Luft gejagt, und die haben angeblich die Tube in die Luft gejagt. Das einzige Problem ist, die Tube, die sie angeblich in die Luft gejagt haben, wurde gecancelt. Das heißt, an dem Tag fuhr diese Tube nicht. Und solche Sachen sind halt passiert, ja. Also echt saublöd. Dann kam natürlich auch noch zum Beispiel in Paris dieses Charlie Hebdo, wo es auch Videobeweise gibt, wie dann die angeblichen Terroristen mit einem, ja, wie nennt sich das auf Deutsch, mit einer, so einer Testkugel, also nicht wirklich einer Kugel, sondern irgend so einem Testgeschoss aus Bienenwachs und Seife ist das, glaube ich. Einfach nur den Gehweg beschossen haben, und man sieht, wie so ein kleines Staubwölkchen in die Luft pufft, und der angebliche Polizist, der auf dem Boden liegt, den man angeblich in den Kopf geschossen hat, liegt dann so und tut so, als wäre er tot. Das einzige Problem mit der Story ist, dass wenn er tatsächlich in den Kopf geschossen worden wäre mit dem Maschinengewehr, dann wäre das explodiert wie eine Melone. Aber es gab keinen Tropfen Blut. Ja. Also, Charlie Hebdo war wieder so was Saubeknacktes vom französischen Geheimdienst, der auch nicht alle Tassen im Schrank hat. Und so ging das immer weiter. Und der Professor Fetzer hat sich auf diese sogenannten False Flags, also falsche Flagge, ja, diese falschen Flaggenvorfälle spezialisiert. Und in Europa haben wir den Ole Dommegaard. Der ist eigentlich der Experte mit den europäischen False Flags. So, falsche Flagge, das kommt eigentlich aus dem Piratentum, wenn man unter falscher Flagge ja, entlang fuhr, schwamm auf dem Meer und sich sozusagen ein Piratenschiff dann einem anderen Schiff näherte, dann wurde in der letzten Sekunde sozusagen die Flagge umgetauscht, und man hat gezeigt, haha, wir sind eigentlich Piraten, und wir werden euch ausbeuten und umbringen und bla bla bla.
okay? Also diese False Flags, diese falschen Flaggen-Events heutzutage sind halt sozusagen, statt den Piraten haben wir jetzt diese scheiß Geheimdienstler, die genauso kriminell sind, die Leute genauso ausbeuten, aber halt auf etwas andere Art und Weise. Okay, und ich habe dann mehrere Interviews mit dem Professor Fetzer gemacht und das letzte Interview, da ging das um die False Flags in El Paso und in Dayton. Und in dem Video hat er zum Beispiel die Videoaufnahmen analysiert und wirklich anderthalb Stunden lang sind wir das Ganze im Detail durchgegangen. Und YouTube hat dieses Video wegen sogenanntem Hate Speech, also Hassrede, aus YouTube verbannt. Hassrede, okay? Das war eigentlich ein akademischer Vortrag und eine forensische Analyse über anderthalb Stunden. Und wenn ich andere Leute eigentlich interviewe, meistens fluche ich nicht mal so viel, wie ich das normalerweise auf meinen privaten Sendungen, auf meinem Privatkanal mache. Das heißt, Hate Speech, Hassrede war eigentlich null. So, ich möchte Ihnen erst einmal die Beweise zeigen, dass dieses Video tatsächlich verschwunden ist. Einen Moment. Ich muss erst einmal ganz kurz checken, ob das auch wirklich hier auf meinem... Okay. Also erst einmal, wo ist dieses, das Tab? Also ich muss Ihnen sagen, wirklich zurzeit geht das so rund mit den Geheimdiensten und was sie sich für einen Bullshit ausdenken. Also es ist wirklich erschreckend. Es wird eigentlich immer schlimmer, immer saublöder. Und mittlerweile sind die Geheimdienste überall so kriminell, man merkt richtig, dass es denen scheißegal ist, wie saublöd ihre Maschen eigentlich bereit sind. Ja? Also Hauptsache, sie ziehen irgendwas ab und ja, und alles andere ist dann eigentlich auch egal. Also wirklich Nazi pur. Okay, Share Screen und das ist, glaube ich, dieses hier. Share. Okay, also, was Sie hier sehen, ist mein YouTube-Kanal, okay, und hier unten ist dieses Professor Fetzer on El Paso und Dayton False Flags. Das war am 6. August hier. Und dieses includes Copyright, also dass da Copyright drin war, das wurde schon sofort während der Sendung eigentlich schon entdeckt. Aber da ging es eigentlich nur darum, dass wir, ich glaube, 20 Sekunden von einem Nachrichtenclip gezeigt haben, um den dann zu analysieren. Also dieses Copyright hat nichts damit zu tun, dass dieses Video entfernt wurde. Und hier steht Video removed inappropriate content. Also das Video wurde entfernt wegen ja, unzulässigen Inhalt. Versuche ich mal die nächste Seite zu zeigen. Als dieses Video entfernt wurde, hatte das Video bereits, wie Sie hier sehen können, das ist jetzt so ein Screenshot, als das Video entfernt wurde, hatte es 8.600 Views. Und ich muss dazu sagen, wenn Sie einen Kanal haben auf YouTube, dann können Sie davon ausgehen, je nachdem wie brisant Ihre Videos sind, dass Ihre Zuschauerzahlen um circa ein Faktor 10 bis 100 nach unten manipuliert werden. Das haben Leute so herausgefunden, dass sie zum Beispiel gemerkt haben, dass ein Video auf YouTube 1.000 Views hat, aber auf Facebook gepostet bereits 4.000 und auf YouTube steht da immer nur noch 1.000 und so weiter. Das heißt, wie kann das sein? Ja. Und also es gibt ganz viele solche Sachen, aber andere Leute haben auch gemerkt, dass die Zuschauerzahlen sozusagen stetig steigen und irgendwann nach einer halben Stunde einfach auf einem Plateau sozusagen festhängen. Das heißt, eine Software hat dann diese Zahl, die Zuschauerzahl einfach festgehalten, nicht mehr weiter verändert und in der Realität sind die Zuschauerzahlen aber weiter nach oben gegangen. Das heißt, das sind solche kleinen Betrügereien, die YouTube macht und das machen sie deshalb, weil YouTube von Google gekauft wurde und Google eigentlich von der CIA aufgebaut worden ist. Ja, also diese Story, dass dann irgendwelche kleinen Hacker das Ganze ja zusammengebastelt haben in der Garage, ist natürlich fucking Bullshit, weil eigentlich der Suchalgorithmus von Google, ich glaube, über 20 Jahre von DARPA entwickelt wurde. DARPA, der ja amerikanischen Waffenforschungsgesellschaft.
Also solche Sachen gibt es auch. Aber also die CIA, und das wurde in einem großen Artikel in der angelsächsischen Presse bereits veröffentlicht, also Google wurde eigentlich von der CIA aufgebaut. Also Google ist wirklich ein Waffensystem. Ja? Und wenn man erst mal weiß, dass es sich dabei um ein Waffensystem handelt, kann man eigentlich nur eine Sache machen, und zwar diese Waffe eigentlich benutzen, ja, gegen diese Kriminellen. Aber Google hat natürlich YouTube gekauft und andere Mitbewerber, soweit ich weiß, auch den GAA ausgemacht. Und jetzt haben wir eigentlich nur YouTube als, ich glaube, die Nummer zwei. Das ist die zweit am meisten besuchte Webseite im Internet nach Google. Also es ist wirklich eine internationale Plattform. Und wenn man von YouTube gebannt wird, das ist genauso, als würde man zum Beispiel sein Recht verlieren, die Autobahn zu benutzen. Ja? Also man muss sich fragen, wenn man von YouTube gebannt werden darf, einfach so wegen Hate Speech, kann man dann auch irgendwann von der Autobahn gebannt werden? Das heißt, weil sie vielleicht sich falsch geäußert haben, dürfen sie jetzt auf einmal nicht mehr Autobahn fahren. Vielleicht nie wieder. Ja? In ein paar Ländern sind Autobahnen Privatfirmen, für die man bezahlen muss. Hätten zum Beispiel diese Firmen das Recht, Autofahrern die Fahrt auf der Autobahn zu verbieten, wegen ihren politischen Meinungen? Ich glaube nicht. Also wieso hat YouTube das Recht, das zu verbieten? Die Antwort kennen wir, weil diese gesamten Maschen höchst kriminell sind und alle mit dem Geheimdienst zu tun haben. Ja? Also bei YouTube ist wirklich der Link direkt zur CIA. Und auf YouTube müssen Sie sich auf mehrere Manipulationen gefasst machen. Erst einmal auf die Zuschauerzahlen. Zweitens werden diese Videos auch sozusagen von den Algorithmen versteckt. Das heißt, sie werden eigentlich nicht an Leute gesendet und tauchen nicht also rechts auf in den Vorschlägen. Und dann werden auch Leute, die sie versuchen, auf YouTube über diese Videos Geld zu verdienen, auch mit Finanzbetrug fertig gemacht. Und der Finanzbetrug besteht dann daraus, dass ihre Videos sozusagen entmonetisiert werden aus irgendwelchen schwachsinnigen Gründen. Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass an dem Tag, wo Kevin Annett ein Interview mit mir gemacht hat und ich also er dann auf meinem Kanal veröffentlicht hat, dass die britische Krone einen Massengenozid an den kanadischen Eingeborenen betrieben hat, ab dem Tag werden sämtliche meiner Videos eigentlich entmonetisiert, alle. Und meistens läuft das so, dass die Videos Views bekommen, vielleicht über die ersten paar Tage, aber so wie die neuen Videos rauskommen, schauen Leute eigentlich die älteren Videos nicht mehr, weil sie glauben, oh, sie müssen immer das Neueste sehen. Das heißt, wenn YouTube entmonetisiert für diese 3 Tage und dann remonetisiert, dann verliert man eigentlich das gesamte Einkommen, das man daraus gewinnen könnte. By the way, das ist immer noch nur Peanuts, ja, weil Google noch sehr viel mehr Finanzbetrug damit betreibt, aber das ist für einen anderen Tag. Und wenn man sozusagen die Videos erst einmal entmonetisiert, in der Phase, wo es ganz viele Views gibt, hinterher remonetisiert, was Google auch macht, dann sieht das im Nachhinein so aus, als hätte Google gar nichts falsch gemacht. Dabei betreiben sie eigentlich ganz gezielten Finanzbetrug. Das heißt, in solchen Fällen rate ich wirklich jedem, dass sie sofort einen Screenshot nehmen, sofort, wie sie merken, dass ein Video entmonetisiert ist. Meistens wird das sofort nach der Sendung oder sogar während der Sendung gemacht. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich einfach nur eine Sendung aufsetze, also bevor das Hangout on Air wegging, habe ich eine Sendung aufgesetzt und ich bekam sofort die Nachricht, bevor ich überhaupt auf Sendung ging, bekam ich die Nachricht, dass dieses Video bereits entmonetisiert wurde, weil der Inhalt des Videos, was noch nicht einmal ausgestrahlt oder aufgenommen worden ist, nicht den Werbeparametern entspricht. Also sprich, das war eine ad hominem Entmonetisierung von mir persönlich, nicht von meinem Inhalt. Ja, auch höchst kriminell. Aber egal, also das alles, also wie mein Onkel mal gesagt hat, man darf nicht emotional reagieren, man muss die Leute einfach nur verklagen. Also das sind halt diese ganzen Sachen mit YouTube. Aber was ich damit sagen wollte, wenn jetzt dieses Video von Herrn Professor Fetzer, der eigentlich international super bekannt ist, schon seit Jahren, 8.600 Views hat, dann hat er höchstwahrscheinlich 86.000 gehabt. Ja?
Also entweder 86 oder sogar 860.000. Das klingt viel, aber mit dem Internet und wie viele Leute eigentlich ganz bestimmten Leuten folgen international, ist das eigentlich sehr leicht zu erreichen. Also Faktor 100 ist eher selten, aber Faktor 10 ist da locker mit drin. Ja? Das heißt, die gute Nachricht ist, 86.000, also zwischen 8.600 und 86.000 Leute haben das Video bereits gesehen. Die gute Nachricht Nummer 2 ist, ich werde das Video auch auf Vimeo hochladen und auch auf einer russischen Videoplattform. Das heißt, nach diesem Banning auf YouTube werde ich das so richtig rumschmieren und dieses Video so oft wie möglich erwähnen. Ja, von jetzt an, einfach nur um der CIA so richtig eins in die Fresse zu schlagen. Also, das war sozusagen die andere Sabotage, aber es gab eigentlich noch viel, viel, viel mehr. Oh ja, noch eine Sache bezüglich des Grundes, ja, weshalb eigentlich dieses Video gebannt worden ist. Der Grund war Hate Speech. Also mir hat YouTube eine E-Mail geschickt und sie sagten, dass dieses Video mit Professor Fetzer aufgrund deren Hate Speech Policy von YouTube verbannt worden ist. Da wusste ich schon, das ist Bullshit. Aber heute hat mir ein Zuschauer auf der englischen Plattform einen Kommentar hinterlassen und diese Person hat gesagt, in der Hate Speech Policy wird speziell erwähnt, dass Leute unter die Hate Speech Policy fallen, die behaupten, dass irgendein Terror-Event gar kein Terror-Event war und Leute dabei nicht ums Leben kamen. Klingt das nicht nach Geheimdienst irgendwie? Hat nicht der Geheimdienst da die Finger im Spiel, wenn der Geheimdienst diese ganzen Bullshit-Aktionen da organisiert und der Geheimdienst eigentlich ja, YouTube gekauft hat? Ja? Und ich wollte, also das ist so herrlich, das glaubt man nicht, wenn man das nicht mit eigenen Augen gesehen hat, weil das einfach so viel Bullshit ist. Aber ich zeige Ihnen das jetzt mal ganz kurz, die Hate Speech Policy von YouTube. Ich werde auch den Link unter dem Video einfügen. Wenn Sie den Google Chrome Browser haben, können Sie das direkt aus dem Englischen aufs Deutsche übersetzen, indem Sie einfach oben rechts, bei Ihnen wird dann so ein kleines Symbol erscheinen, und zwar hier, das auf Deutsch übersetzen. Ja, das geht eigentlich ganz einfach mit Google Chrome. Okay, also hier ist diese Hate Speech Policy. Ich werde jetzt nicht das Ganze übersetzen. Hier gibt es so ein süßes kleines Video dazu. Und hier unten gibt es dann sozusagen die Liste. Alles, was als Hate Speech kategorisiert wird. Also man Inhalte, die Gewalt verherrlichen, Gewalt oder Hass verherrlichen gegen Individuen und Gruppen, basiert auf den folgenden Attributen. Und zwar Alter, Kaste, Disability ist entweder Gebrechlichkeit oder einfach nur eine Behinderung. Die ethnische Zugehörigkeit. Die Gender ist sozusagen männlich, weiblich oder Transgender, das Geschlecht. Die Nationalität, die Rasse, Immigrationsstatus, Religion, Sex oder Gender, sexuelle Orientation und Opfer von großen gewaltigen Events oder gewalttätigen Events und deren Familienmitglieder. Und Veteranenstatus. Und ich habe das durchgelesen und ich dachte, okay, das ist ja kein Problem. Ich habe ja weder gegen Gewalt oder Hass, also zu Gewalt oder Hass aufgerufen gegen Opfer von einem ja, großen gewalttätigen Event. Ja, so war das ja nicht. Aber, und jetzt kommt es, wenn man hier nach unten scrollt, gibt es Beispiele. Okay? Und Beispiele für Hassrede sind zum Beispiel: I'm glad this violent event happened. Also ich bin froh, dass dieses gewalttätige Event passiert ist. Sie haben bekommen, was sie verdienten, und dann wird auf irgendeinen Verweis auf diese Person in diesen geschützten Kategorien oder mit diesen Attributen verwiesen. Okay, das kann ich sehen. Das ist tatsächlich Hassrede. Zweites Beispiel. Personen mit den Attributen, die oben gelistet werden, sind Hunde, oder? Personen mit den oben gelisteten Attributen sind wie Tiere. Das wäre auch Hassrede. Und ich dachte, okay, das hat weder Professor Fetzer noch ich haben je so einen Schwachsinn gesagt. Aber wenn Sie jetzt auf weitere Beispiele klicken, hier unten, und ganz nach unten, ja, gehen,
Dann ist der letzte Eintrag ein Beispiel. All of the so-called victims of this violent event are actors. No one was hurt and this is just a false flag. Auf Deutsch, alle sogenannten Opfer dieses gewalttätigen Vorfalls sind Schauspieler. Keiner wurde verletzt und das ist einfach nur eine falsche Flagge, also ein false flag. Ist das Hassrede? Ist das echt Hassrede, wenn es Beispiele gibt, wie zum Beispiel den Charlie Hebdo-Vorfall, wo der Polizist, der angeblich mit einem Maschinengewehr auf einer Meter Distanz in den Kopf geschossen wurde, dessen Kopf nicht explodiert und kein Blut auf der Straße liegt. Also sprich, er ist ein Schauspieler und er wurde nicht dabei verletzt. Und das Ganze ist ein false flag. Also laut der YouTube Hate Speech Policy ist die Darlegung solcher Fakten bereits Hassrede. Ist das nicht herrlich? Das ist nicht nur herrlich, meines Erachtens nach, sondern das ist auch Grund für eine große, fette Klage gegen YouTube, würde ich sagen. Ja. Weil YouTube uns eigentlich verbietet, Fakten darzustellen und noch schlimmer, YouTube verbietet uns, bestimmte Arten von Staatskriminalität und vor allem Geheimdienstkriminalität, ja, weil es ist ja nicht das Finanzamt, das diese Shitshows hier organisiert, ja. Also bestimmte Arten von Geheimdienstkriminalität dürfen nicht auf YouTube besprochen werden. Wer hat wohl diese Klausel da eingeführt? Fragt man sich, ja, fängt das mit C an und hört mit A auf vielleicht? Aber naja, also das ist halt so. Ah, herrlich, wirklich. Ich finde das echt zum Schreien komisch. Es ist irgendwie traurig, aber es ist auch so saublöd. Es ist echt witzig. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, über echt saublöde Sachen zu reden, es gab noch viel, viel mehr, wenn Sie die englischsprachige Presse oder vielleicht die deutschen Übersetzungen verfolgt haben, so wissen Sie vielleicht, dass Epstein verhaftet wurde. Und Epstein auf seinem Epstein Island, auf dieser großen Insel da in der Karibik, neben einer Steueroase, dass da irgendwie ganz krumme Dinge liefen, dass er verhaftet wurde, dass er wahrscheinlich auch sehr viele kompromittierenden Videos hat über alle möglichen Personen, inklusive Prinz Charles und Prinz Andrew und Bill Clinton und noch Bill Gates und noch ein Haufen anderer Leute. Und dass Epstein zum Beispiel auch das sogenannte Lolita Express betrieb, wo dann Prominente in seinem Privatflugzeug zu Lolita Island, zu dieser Insel hingeflogen worden sind und oben in der Luft, also im internationalen Raum, im Flugzeug Kinder vergewaltigt haben. Vielleicht haben Sie was davon gehört. Also die Verhaftung von Epstein war ein ziemlich großes Ding, ja. Und was ein noch größeres Ding ist, dass Epstein angeblich im Gefängnis Selbstmord begangen hat. Und zwar in einer Einzelzelle, die eigentlich darauf ausgelegt ist, um selbstmordgefährdete Inhaftierte zu beobachten. Und es hat sich irgendwie herausgestellt, dass sämtliche Kameras aus waren und eigentlich hat man ihnen ein Beihäftling da noch dazugesetzt, damit er auf ihn aufpasst und der wurde rausgeholt und dann war Epstein alleine und ach, das war alles sehr traurig und jetzt ist der Mann tot und ja, jetzt ist Schluss. So lautet die Geheimdienst-Story des Ganzen. Das Problem mit dieser Story, und es ist nämlich auch eine gottverdammte Story, ist, es gab ein, ich versuche mal ganz kurz, das habe ich nämlich vergessen, hier noch einzufügen, ich versuche ganz auf die Schnelle das Foto zu finden, das nämlich in der Presse gezeigt wurde. Und da hat man, genau, hier ist es. Das ist das berühmte Bild. Okay, also fangen wir mal damit an. Ja? Und man hat sozusagen bewiesen, man hat gezeigt, wie Epstein aus dem Gefängnis gebracht worden ist. Moment, ich sehe gerade, das ist das falsche Bild. Ganz kurz. Epstein Ambulance Picture. Ich sehe schon, das zweite Bild wurde hier entfernt.
Oh Mann, es ist echt herrlich. Also es gibt so bestimmte Bilder, die werden erstmal breitgetreten. Und wenn man, wenn der Geheimdienst merkt, dass die Leute doch nicht so saublöd sind, und zu viele Leute das checken. Ah, hier ist das Bild. Super. Ich habe es gefunden. Also, ich werde Ihnen jetzt mal diese zwei Bilder zeigen. Und ich werde Ihnen jetzt mal erklären, worum es ja eigentlich geht, falls Sie das noch nicht bereits selber wissen. Also, kurz zusammengefasst, Epstein, es ist ein echt großes Ding, weil es eigentlich darum geht, dass Epstein selber hochkriminell war, Kinder vergewaltigt hat und, Klammer auf, nicht nur Kinder vergewaltigt hat, sondern wie es scheint und wie ich das von anderen Ermittlern gehört habe, Kinder auf dieser Insel rituell hingerichtet hat. Und es gibt da, ja, es, nicht nur Gerüchte, es gibt auch so ganze Screenshots von Sicherheitskameras, die dann sozusagen unterirdische, ja, Gänge zeigen und sogar unterirdischen, ja, große kannibalistische Festessen, wo dann, wie das scheint, ja, tote Menschen aufgefressen worden sind und sowas. Wenn Sie nicht viel über dieses Kriminalkartell wissen, ist das echt schockierend. Aber das Morden von Menschen und vor allem Kindern und dann sozusagen das lebend häuten und ja und aufessen kannibalistisch gehört eigentlich zu den Standardritualen dieses Kriminalkartells. Und das ist aus dem Grund der Fall, weil nämlich als dieses Kriminalkartell entstand über die Jahrhunderte oder Jahrtausende, hat es Psychopathen an diese Spitzen der Macht eigentlich angezogen. Und irgendwann, wenn das so ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte so läuft, hat man so eine dicke Schicht an Psychopathen sozusagen an diesen Zentren der Macht, also sozusagen die Leitung ist komplett psychopathisch. Dann das Lower Management ist psychopathisch, die nächste Schicht ist komplett psychopathisch und irgendwann unten sind wir die Sklaven, die nicht psychopathisch sind. Aber so ein sozusagen das Herausfiltern nach oben von Psychopathen ist einfach nur ein sogenanntes Selection Bias, also wie heißt das auf Deutsch? Eine bevorzugte Auswahl des Systems. Aber es läuft automatisch im System so ab, ohne dass das jemand will. Das ist einfach nur ein natürlicher Effekt im menschlichen System. Aber wenn Sie eine besonders große oder besonders alte Institution haben, dann haben Sie eine echt dicke Schicht an Psychopathen da oben. Und diese Psychopathen müssen dann untereinander im Wettbewerb beweisen, dass sie genauso psychopathisch sind wie alle anderen, sonst werden sie in den Rücken gestochen von einem dieser anderen Psychopathen, die auch kein Problem damit hätten und so weiter. Und irgendwann entwickelt sich dann sozusagen ein Ritual, mit dem alle diese Psychopathen sich gegenseitig beweisen müssen, wie krank im Kopf sie wirklich sind. Ja, also sozusagen ein Dominanzgebaren. Und dann fängt das an mit, ja, aber ich bin so krank im Kopf, ich kann auch, ja, Frauen und Männer morden. Und dann, ja, aber ich bin so krank im Kopf, ich kann sogar Kinder morden und ich habe kein Problem damit. Ach ja, wirklich, ich bin so krank, ich kann Kinder lebend häuten und sie dann aufessen. Ja, und so geht das weiter. Also stellen Sie sich mal echt saublöde, psychopathische Vollproleten vor. Was würden die dann machen, um sich gegenseitig zu zeigen, wie krank im Kopf sie eigentlich sind? Ja, und stellen Sie sich das mal vor, dass das ein paar Jahrhunderte lang läuft. Und wo landet man dann? Auf Lolita Island mit diesem Scheiß-Kannibalismus. Ja, deshalb. So, also das ist eigentlich so die Hinterstory. Deshalb ist Epstein Island so unglaublich wichtig. Es hat sich auch es ist auch durchgesickert, dass bevor Epstein verhaftet wurde, dass er einen großen Zementlaster eigentlich auf diese Insel hat transportieren lassen. Und angeblich hat er sämtliche unteren Gänge mit Zement vollgefüllt. Wieso hätte er das gemacht? Einfach damit man die Forensik nicht mehr machen kann und zum Beispiel Blutspuren an den Wänden nicht mehr nachweisen kann. Zum Beispiel. Ja, und so weiter und so fort. Also es geht hier wirklich um was ganz Großes, weil nämlich dieses Epstein Island und Jeffrey Epstein eigentlich ein Zentrum waren, wo die Kontrollakten für alle anderen Mitglieder dieses Kriminalkartells immer erneuert worden sind. Ja, das heißt, diese Leute sind regelmäßig mit Jeffrey Epstein, sind mit seinem Flieger auf seine Insel
geflogen. Im Flug dahin haben sie erstmal ein paar kleine Kinder vergewaltigt. Als sie dann ankamen, haben sie dann noch mehr vergewaltigt und ein paar umgebracht und so weiter. Und das Ganze wurde natürlich gefilmt. Das ist dann die Kontrollakte. Und mit diesen Kontrollakten kontrolliert man dann die Leute im öffentlichen Leben und in den Machtpositionen. Darum geht es. Also man sagt, dass Jeffrey Epstein eigentlich so ein Zentrum war und von dort gehen halt sämtliche Kontrollakten und die ganzen Verbindungen zu den anderen Leuten hin. So, deshalb ist das Ganze so wichtig. Und jetzt schauen Sie sich aber mal im genauesten im Detail an, wie dann sein Tod aussah. Okay, also das ist eins der Fotos, die dann angeblich zeigen, wie dann Jeffrey Epstein hier liegt. Und man sagt, dass er sich erhängt hat, okay, erhängt hat. Und er wurde dann sozusagen, ja, aufgegabelt, kam ins Krankenhaus und starb oder what the fuck. Ja, mir sind die Details mittlerweile so scheißegal, weil nämlich was ganz anderes mit dieser Story nicht stimmt. Ich habe als erstes dieses Foto gefunden und Sie werden die meiste Zeit dieses Foto finden und zwar aus sehr gutem Grund, nämlich diese Hand bedeckt das Gesicht, okay? Das Foto, was ich Ihnen eigentlich zeigen wollte, ist dieses hier, das zweite, okay? Und nicht erschrecken, ja, das ist nicht Jeffrey Epstein. Das heißt, dieses Foto wurde gezeigt, angeblich zeigt es so eine lila Person. Ich werde das mal ein bisschen größer machen und bitte nicht ausflippen, ja? Das Ganze ist fucking fake, okay? Also, Sie schauen sich hier höchstwahrscheinlich keine Leiche an, sondern einen Schauspieler. Und ich falle jetzt genau in diese Hate Speech Policy hier. Und zwar, was Sie hier sehen, ist eine Person, die ein bisschen aussieht wie Epstein. Aber als dann Ermittler und Privatpersonen sich das ein bisschen genauer angeschaut haben, haben sie dann gesehen, okay, also man nimmt dieses Bild, ja, macht dann Photoshop, also man schneidet das aus, rotiert das um 90 Grad und man sagt dann, okay, schauen Sie sich mal die Nase an und die Ohren und schauen Sie sich mal die Nase von Epstein und dessen Ohren an. Ja, also das ist Epstein, das ist nicht Epstein. Erstens hat der Typ eine gerade Nase, das ist eher eine gekrümmtere Nase und Sie sehen auch, wie die Nasenflügel eigentlich sind, hier viel kürzer als dort. Ja. Hier diese Hairline sieht so ähnlich aus wie bei Epstein, aber auch nicht wirklich 100%, wenn Sie sich mal anschauen, wie die Hairline hier auf dieses Ohr trifft. Ja. Und dann das Ohr ist ganz wichtig, weil eigentlich das Ohr so ähnlich ist wie ein Fingerabdruck. Okay, es gibt sozusagen, es ist hereditary, also das sind, man kann damit Familienzugehörigkeit erkennen durch dieses Muster. Und, Moment. Ich versuche das jetzt mal kurz umzuschalten. Hier, wenn man das jetzt also rotiert und die Muster hier im Ohr mal nachzeichnet, ja, das sind hier die Originalbilder hier unten. Das ist Epstein lebend, das ist Epstein angeblich tot. Und man sieht, dass sich plötzlich die Ohrstruktur verändert hat. Ja, Mensch, sowas. Ja, die Nasenstruktur und die Ohrstruktur hat sich verändert. Sprich, das ist nicht Epstein. Und jetzt fällt man natürlich in diese Kategorie, die interessanterweise die CIA bereits als YouTube Hate Speech Policy vorbereitet hat. Ich muss nämlich an diesem Punkt sagen, ganz leise, es sieht so aus, als ob hier keine Person verletzt worden ist. Ja, diese Person ist nicht tot, sondern ist ein Schauspieler. Und das Ganze ist ein False Flag. Ja, beziehungsweise das hier ist eigentlich kein False Flag, sondern ist einfach nur Kriminalbetrug. Ja? Also sprich, der Typ, der hier als tot verkauft wird, ist nicht dieselbe Person. Wenn jetzt Epstein tot wäre, ja, wieso sieht dann seine Fresse anders aus? Ja, wieso haben sie dann nicht Epstein rausgetragen? Hatten sie dann zufällig eine andere Leiche, die eigentlich fast so aussah wie Epstein, aber nicht Epstein war und die haben sie dann stattdessen rausgetragen, einfach nur als Gag? Nein, natürlich nicht, ja. Sondern was hier tatsächlich passiert ist, sie haben die zum Beispiel die FBI-Akten und die Gesichtserkennung kann man über sämtliche FBI-Akten und die nationalen Archive, wie zum Beispiel die Passarchive und so weiter laufen lassen, Fotoarchive der NSA und die Personen finden oder die FBI-Agenten finden, die so aussehen wie Epstein.
und zwar mit Computergeschwindigkeit. Und dann kann man sie halt ein bisschen lila anmalen und sie müssen halt nur die Fresse halten und die Augen geschlossen halten und man muss sie durchtragen und die Show ist fertig. Ja, und in der Zwischenzeit nimmt man dann diesen Billionär und der kann dann ab nach Hause oder ab woanders hin, ein bisschen Urlaub machen irgendwo. Ja, das ist halt die Story dahinter. Aber dass diese Person, die auf diesem Bild zu sehen ist, hier nicht Epstein ist, ist verdammt sicher. Also sprich, diese Person, diese Person, diese Person und die Leiter des Gefängnisses sind Mitglieder eines Kriminalkartells und haben Kriminalbetrug betrieben. Okay? Und wenn Sie das erstmal gecheckt haben, okay, wenn Sie das erstmal analysiert haben, überprüft haben, bitte holen Sie Ihre eigenen Informationen ein und ja, überzeugen Sie sich, dass es tatsächlich so war, dass diese Fotos tatsächlich so veröffentlicht worden sind. Wenn Sie das erstmal so festgestellt haben, ja, dann können Sie das jetzt mal durchdenken. Also, wenn Epstein tot wäre, dann hätte man doch seine Leiche rausgetragen. Denn wenn so etwas passiert, dann möchte man doch eigentlich beweisen, dass der Typ tatsächlich tot ist. Ja? Das heißt, wenn Sie ihn dann nicht raustragen, aber jemanden extra herbestellen, der fast so aussieht wie Epstein, aber eigentlich nicht Epstein ist, dann ist das doch wieder so eine Geheimdienst-Shitshow, oder? Und das bedeutet, dass Epstein nicht tot ist. Denn wenn er tot wäre, dann könnte man doch die Leiche einfach spazieren führen, das der Welt zeigen und gut ist. Ja, weil wieso würde man sich so, ja, verrenken? Das heißt, dieses Foto beweist, dass Epstein nicht tot ist. Punkt aus. Und wenn Sie das erstmal kapiert haben, schauen Sie sich mal sämtliche Beiträge an. Da geht es nur darum, ob Epstein Selbstmord begangen hat oder ermordet worden ist. Und das ist sogenanntes Neurolinguistic Programming. Mit der Fragestellung hat man ihnen schon die Scheuklappen aufgesetzt und sie werden dann nur überlegen, war das Mord oder war das Selbstmord? Aber dass der Typ überhaupt gar nicht tot ist, ist keiner der Optionen. Ja? Das heißt, heutzutage müssen sie erst einmal auf Beweise bestehen, dass diese Personen überhaupt tot sind. Zum Beispiel eine andere Person, McCain, der angeblich auch gestorben ist in den USA. Ist der alte Sack tatsächlich tot? Ich glaube nicht. Aus denselben Gründen und aus noch anderen Gründen. Aber es gab halt eine große Bestattung und jetzt kann man McCain vergessen und er kann sich dann auf, was weiß ich, auf dem neuen Lolita Express amüsieren. Das gleiche mit Epstein. Jetzt kann jeder Epstein vergessen und Epstein kann machen, was er will. Ja, denn ist ja offiziell tot. Das ist eine Asbach-uralte Masche des freimaurischen Kriminalkartells. Es ist überhaupt nichts Neues, ja. Und ich kann Ihnen auch zum Beispiel sagen, dass Michael Jackson angeblich auch nicht tot ist. Ja, Michael Jackson lebt. Epstein lebt. Und meines Erachtens nach McCain auch. Also, das heißt, die gesamte Welt wurde hier verarscht. Aber was sehr interessant ist, ist, wie sie verarscht werden. Wenn Sie das erstmal gesehen haben, diese Analyse, und Sie wissen, dass Epstein nicht tot ist, schauen Sie sich jetzt mal jeden einzelnen Artikel an, jeden einzelnen Beitrag der sogenannten alternativen Medien. Ein paar der Leute werden echt verarscht, ja. Also ich unterstelle nicht jedem, dass er wirklich für den Geheimdienst arbeitet, aber sehr viele, vor allem die in den großen Pressestellen, ja, die arbeiten für den Geheimdienst. Ja. Und Sie müssen dann halt dafür sorgen, dass die Wahrheit überhaupt nicht zu den Optionen gehört, die sie in ihren Scheuklappen jemals zu Gesicht bekommen. Okay? So. Aber jetzt, wo wir wissen, dass Epstein am Leben ist, können wir mal überlegen, wieso musste das Kartell dafür sorgen, dass Epstein da rausgeholt worden ist? Natürlich erstens, weil man ihn vielleicht dazu gezwungen hätte, auszusagen. Zweitens, man hätte vielleicht Remote Neural Monitoring an ihm betrieben und man hätte doch zum Beispiel seine Erinnerungen auslesen können, noch zig andere Sachen. Und was meines Erachtens noch viel wichtiger ist, Epstein war ein Billionär und keiner konnte mir bis jetzt erklären, wo er seine Billionen verdient. Oder auf Deutsch, verzeihen, ist das Milliarden. Er war ein Milliardär. Sorry, auf Englisch ist das Millionaire, Billionaire, auf Deutsch Millionär, Milliardär. Also er war ein Milliardär.
Und ich weiß nicht, wo er sein Geld verdient hat. Also ich nehme an, was eigentlich passiert ist, dass Epstein eigentlich das Geld des Vatikan-Kriminalkartells in Trust eigentlich hat, ja, wie ein English Trust, in Verwahrung sozusagen. Und diese Leute können dann ja in diesem Willen leben und halt das ihr Ding machen, solange sie dafür sorgen, dass die Kontrollakten generiert werden. Ja, das ist halt einfach nur die, die Bühne für diese Kontrollakten. Okay. Aber es gibt halt so viele Milliardäre im Kriminalkartell. Wenn jetzt ein Milliardär versenkt wird, werden auf einmal alle anderen Milliardäre denken, wenn der so versenkt worden ist, obwohl der so wichtig war, mitten im Zentrum, sämtliche Kontrollakten liefen bei ihm zusammen, wie schnell werde ich dann versenkt? Ja? Das heißt, auf einmal führt es sofort dazu, dass sämtliche Milliardäre aus diesem Kriminalkartell hinaus migrieren. Und darum geht es. Das hätte man niemals zulassen dürfen, denn das Vatikan-Kriminalkartell und die Banksters haben jetzt schon genug Probleme. Ja? Und deshalb musste man halt diese freimaurische Shitshow organisieren, damit man Epstein mehr oder weniger offensichtlich herausholen konnte. Ja, also für das Kriminalkartell wäre das relativ einfach gewesen, eine perfekte Wachsfigur von Epsteins Kopf zu machen und wirklich zu zeigen oder wirklich überzeugend eine Show zu darzustellen, dass er tatsächlich ja tot ist. Das ist nicht so schwer. Vor allem nicht, weil man diese Masken mit Lasern herstellen kann. Also man kann das echte Gesicht auslesen und diese Masken sofort ja herstellen, dass sie auch wirklich perfekt aussehen. Wenn man das nicht gemacht hat, bedeutet das, dass ein bestimmter Anteil von Leuten wissen musste, dass Epstein wirklich nicht tot ist. Wer sind diese Leute? Na, das sind die Milliardäre, die jetzt um ihre Zukunft bangen. Ja, und deshalb war diese freimaurische Shitshow so beschissen. Sie war halt nicht perfekt, so dass jeder, der halt 5 Minuten mal ein bisschen nachforscht, herausfinden kann, dass der Typ nicht tot ist. Das heißt, alle Milliardäre, die dem Kriminalkartell angehören, also alle, ja, denken jetzt, puh, okay, Glück gehabt, alles bleibt beim Alten, ja. Fatih Vatikan sorgt dafür, dass wir alle und die Jesuiten und die Freimaurer sorgen dafür, dass wir in solchen Situationen rausgeholt werden, no problem. Ja, alles geht weiter wie zuvor. Aber das bedeutet jetzt, dass dieses Kriminalkartell einen Serienmörder herausgeholt hat und der schwirrt jetzt irgendwo in der Gegend herum. Ja. Also, interessant, oder? Aber es gibt noch viel mehr Implikationen. Also, wenn so etwas passiert, meines Erachtens nach müsste man eigentlich sofort den Gefängnisleiter, sämtliche Leute, die man in diesen Fotos sieht, sofort verhaften, weil sie alle Teil eines Kriminalkartells sind. Eigentlich eines einer kriminellen Verschwörung und Teil von kriminellen Betrug am Justizsystem Amerikas. Ja. Also das ist das Einzige, was eigentlich Sinn macht. Ja, also ich bin jetzt mal gespannt, wie das weitergeht mit dieser Epstein-Geschichte. Aber achten Sie mal darauf, ich wette mit Ihnen, dass über die kommenden Wochen und Monate eigentlich nur darüber diskutiert wird, ob Epstein ermordet wurde oder ob er Selbstmord beging. Und die Presse wird dann mit so viel Elan und Energie in die kleinsten Details hineinsteigen, ob das jetzt wirklich Mord war oder doch eher Selbstmord oder vielleicht dies oder das, aber es wird immer nur zwischen diesen zwei Parametern passieren. Okay? Ich wette mit Ihnen. Also achten Sie mal darauf, ja? So, zum nächsten Punkt der Geheimdienstkriminalität. Es gibt noch viel mehr. Am 1. August, vielleicht wissen Sie das, der 1. August ist hier der Nationalfeiertag in der Schweiz. Und echt schön, also es gibt Feuerwerk, war ein schöner Tag, aber die Geschäfte sind zu.
Und ich wurde echt in Stücke geschossen, ja, wirklich. Und dann dachte ich, okay, verdammt, ich habe jetzt keine Lust darauf. Ich bin rüber nach Deutschland, und ich war in Konstanz an dem Tag. Und ich, Idiot, ich habe eigentlich unterschätzt, dass an einem Tag, wo sämtliche Schweizer Geschäfte zu haben, aber alle Schweizer eigentlich frei haben, sie sofort alle rüberschwappen werden nach Deutschland, um einzukaufen, ja. Richtig billig einzukaufen. Ja, an diesem Feiertag. Und so war das auch. Also Konstanz war dicht und ich saß dann in einem Stau. Und während ich in diesem Stau saß, dachte ich, okay, ich check jetzt mal meine E-Mails auf meinem Handy. Und sage und schreibe, ich habe dann eine E-Mail bekommen von meiner absoluten Lieblingsperson. Oder auch nicht, ja. Meine absolute Lieblingsperson im Moment ist Robert David Steele. Robert David Steele ist ein CIA-Agent. Er behauptet, er wäre ein Whistleblower, wobei ich nicht weiß, was er da eigentlich groß berichtet hat. Ich persönlich, meine persönliche Meinung ist, er ist ein Soziopath, ein Psychopath. Auch Kevin Annett hat gesagt, dass er angeblich in Nicaragua involviert gewesen wäre. Robert David Steele, ja, Nicaragua, was für mich persönlich bedeutet, dass er dort entweder Menschen gefoltert oder ermordet hat. Das wäre so mein Schluss daraus. Ja, das ist so, was ich so mit CIA Nicaragua so in Verbindung bringe. Und dazu kommt noch, dass ich als Kevin Annett von Robert David Steele und Sasha Stone, ja, und Sasha Stone ist noch eine andere Geschichte, also von diesen zwei Personen, bedroht wurde, habe ich das öffentlich gemacht. Ja, okay. Das ist so die Hintergeschichte. Alle diese Personen berichten eigentlich auf Englisch, das heißt, ich müsste da sehr viel übersetzen, aber was eigentlich ausreicht für heute, ist, dass Robert David Steele ein CIA-Agent ist und er hat ein Problem mit mir, weil ich veröffentlicht habe auf meinem Kanal, also oder beziehungsweise ich habe Kevin Annett interviewt und er hat veröffentlicht, dass er von Robert David Steele bedroht wurde. Und ich habe das auf meinem Kanal veröffentlicht. Und in den Augen von Robert David Steele habe ich mich damit schuldig gemacht. Das ist, was ich dazu sagen kann. Aber jetzt kam das Allerbeste. Jetzt kam die E-Mail von Robert David Steele und die würde ich sehr gerne auch auf Deutsch übersetzen, damit auch jeder weiß, sollte ich ermordet werden, dass ich eine Drohung von der CIA bekam. Ja, das ist nämlich höchst interessant. Also, Moment, Moment, Moment. Ich muss es ganz kurz hier öffnen. Genau, also. Ah, das war wirklich herrlich. Ich saß im Auto und ich dachte nur, oh Mann, das ist wirklich das schönste Geschenk vom Vatikan-Geheimdienst, das ich überhaupt hätte bekommen können am 1. August. Also, das ist die E-Mail, die ich bekam und ich habe zwei E-Mails sozusagen ausgeschwärzt oder geschwärzt. Und das sind die privaten E-Mails von Cynthia McKinney und Sarah Westall. Das ist eine Journalistin, die Sie auch im Internet finden, die Sarah Westall. Aber ich wusste halt nicht, ob sie wirklich ihre E-Mail veröffentlichen möchte. Und wie Sie sehen, diese E-Mail kam am 1. August um 3 Uhr nachmittags. Und das ist die Antwort von Robert David Steele an eine sogenannte Sarah Webster, von der ich nie was gehört habe. Mit im CC war Sasha Stone. Und Sasha Stone ist der Gründer des sogenannten Internationalen Tribunals für natürliche Justiz, das International Tribunal for Natural Justice, das vorgibt, Opfern von Kindesmisshandlungen zu helfen. Und sie haben eigentlich tolle Arbeit gemacht, Videos ins Internet zu stellen, wo echte Zeugen und echte Ermittler darüber geredet haben. Aber meine persönliche Meinung ist, dass sie auch die Opfer betrügen, indem sie denen vorgaukeln, dass sie irgendwie als Tribunal agieren könnten und irgendwelche richterlichen Befugnisse hätten, die sie eigentlich nicht haben. Okay. Kevin Annett hat dazu noch behauptet, dass die Finanzierung für das ITNJ, also dieses Tribunal, vom MI5 kommt. Und das war für mich eigentlich nicht zu überraschend, denn ich habe die verdeckte Symbolik auf dieser Webseite analysiert und das war für mich direkt Jesuiten und Geheimdienst, ja, überall. Da dachte ich, okay, klar, das keine große Überraschung. Okay, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das ist sozusagen die Backstory, also die Hintergründe über diese Person. Und aus diesem Grund hat mich das sehr interessiert, dass ich auf einmal
diese folgende E-Mail von Robert David Steele bekam, von dieser Sarah Webster. Sasha Stone wurde da involviert, das Komitee dieses Tribunals, eine Cynthia McKinney, die, glaube ich, im Senat war in den USA. Dann das Legal Department von diesem Tribunal. Dann Sarah Westall, die amerikanische Journalistin. Und ich war auch im CC. Okay. Und ich wünschte, ich könnte das hier, oder vielleicht mache ich das folgende. Ich packe das hier direkt in Google Translate. Vielleicht ist das noch schneller, als wenn ich das jetzt hier so auf die Schnelle übersetze. Dann hätte ich eigentlich vorher denken sollen. Aber das wirklich Herrliche ist, also ich bekam diese E-Mail. Und ich dachte nur, oh meine Güte, der Typ hat echt den Verstand verloren. Moment, Google Translate. Hier, okay, also. Auf Deutsch. Es lohnt sich, das Warten lohnt sich wirklich. Okay. Ja, das ist viel besser. Das ist viel, viel besser. Also, hier ist die Übersetzung dieses interessanten Briefes. Moment, share. Da. Okay. Also, das ist das Original links und hier ist die deutsche Übersetzung. Robert David Steele schreibt an diese Sarah Webster, löschen. Ja, oder beziehungsweise entfernen. Er möchte von dieser Liste entfernt werden. Sie haben keine Beweise für ihre Identität vorgelegt und weisen Anzeichen von Geist... Das ist eine falsche Übersetzung. Anzeichen von mental, wie soll ich sagen, herausgefordert zu sein. Ich glaube, Sie sind Kevin Annett, der das Gegenteil beweist. Der eigentlich seine geistige Verfassung hiermit beweist, indem er vorgibt, jemand anderes zu sein. Bitte melden Sie mir nicht noch einmal. Ich bin gerade dabei, einen Rechtsstreit zu beenden. Klammer auf, das ist der Rechtsstreit gegen den amerikanischen Journalisten Jason Goodman, der eigentlich meines Erachtens eine falsche Gerichtsklage ist, aber das ist eine Story für ein anderes Video. Und wenn es darauf ankommt, eine Klage gegen Verleumdung gegen sie zu führen, weil sie tatsächlich eine echte Person sind, ja, oder wenn ich dazu genötigt werde, noch eine Klage gegen sie zu führen, okay. Und wenn ich gezwungen werde oder wenn ich dazu gedrängt werde, werde ich eine Klage gegen sie in Anbetracht ziehen, sowie gegen diese Sarah Westall und sowie gegen Horton, okay, die mich auch in diesen Videos diffamiert. Im Moment sind sie alle in der Kategorie der Pissameisen. Das ist herrlich. Google Translate hat es tatsächlich hinbekommen, was nämlich Robert David Steele im Original gesagt hat, ist right now, also jetzt im Moment, all of you are in the piss aunt category, not worthy of a lawsuit. Im Moment, ja, das ist wirklich die Originalübersetzung. Im Moment sind sie alle in der Kategorie der Pissameisen, die keinen Rechtsstreit wert sind. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich, dass die künstliche Intelligenz von Google sowas übersetzen kann? Okay. Noch weitere E-Mails von Ihnen oder öffentlich erkennbare Diffamierung. Die auf mich verweisen oder auf Sasha Stone oder dieses Tribunal durch irgendjemanden von Ihnen. Und ich werde euch eigentlich, Plural, auf meine legale To-Do-Liste setzen. Wenn ihr aufhört und nicht mehr schreibt und mich nicht wieder diffamiert, werde ich alles über euch vergessen. Okay? Moment, das ist jetzt erst einmal der Anfang. Es geht noch weiter. Ja. Und dann hat er uns nämlich alle individuell angesprochen. Das kommt gleich im nächsten Paragraphen. Also, hier ist die neue Übersetzung. Wenn Sie fortfahren und Verweise auf mich machen, die meine Internetüberwachung unweigerlich finden wird, werden Sie erfahren, wie sich die, die,
US-Bundesgerichtsversion eine Stachelschwein Einlaufs anfühlt. Das ist auch eine echt gute Übersetzung. Genau das hat Robert David Steele gesagt. Mit vernetzten Aktionen in Vancouver und London. Sie werden auch Sarah Westall und Catherine Houghton in Gefahr bringen. Ja. Und ich schließe Sarah im CC ein, weil sie Sasha Stone und mich selbst mit diffamiert hat, indem sie ihre falsche Geschichte darüber, dass wir irgendetwas damit zu tun haben, dass sie, Annette, eigentlich verhaftet worden sind, publiziert hat. Ich bin überrascht, dass sie nicht weiß, dass Annette selbst Sarah davon erzählt hat, dass wir den Befehl gegeben hätten, Befehl gegeben hätten, ihn an der Grenze festzuhalten. Das war eigentlich in einem Flughafen in den USA, wo er festgehalten wurde oder vielleicht in Kanada und nicht nach Europa fliegen konnte. Als ob wir eine solche Macht hätten. Und sie sendete dies über Video an die Öffentlichkeit und verleumdete uns damit direkt. Sarah ist wahrscheinlich schlauer als sie, als Annette, ja, Kevin Annette, und versteht, dass eine Bundesklage mit Videobeweisen, die Jury zwingen oder als zwingend schlüssig erachten wird, ihr Leben zerstören würde. Ich setze schließlich Horten auch in CC. Sie richten diese Person zur legalen Vernichtung aus, von der sie sich nie wiederholen werden. Ja, so Pi mal Daumen. Das war so die Nachricht von Robert David Steele. Und dann kommen noch zwei Paragraphen, wo wir dann persönlich genannt werden, die Sarah und ich. Und das war eigentlich so der absolute Knüller. Moment. Ich möchte eigentlich, dass die Leute das auch auf Deutsch gut verstehen, was hier gesagt worden ist, weil wie gesagt, ich nehme das eigentlich nicht auf die leichte Schulter, wenn mich irgendein CIA-Agent so bedroht. Okay, also hier ist die Fortsetzung, wobei die letzten paar Sachen eigentlich nicht dazugehören. Also, Sarah. Sie sollten sorgfältig darüber nachdenken oder in Erwägung ziehen, alle Videos zu löschen, in denen Annette vorkommt, also Kevin Annette. Sie sind mitschuldig, solange sie diese Person veröffentlichen. Es hat ihnen bereits in einer Weise gekostet oder ihnen ja Schaden zugefügt, die sie nicht realisiert haben bis jetzt. Und das macht mich traurig. Ja, ist das nicht so eine mafiöse Art, zu sagen, oh, und das macht mich wirklich traurig, dass wir ihnen jetzt eine auswischen werden. Horton, ich denke, Sie meinen es gut, aber Sie sind bei weitem nicht so klug, wie Ihr Doktorat das vorgibt. Ich fordere Sie auf, die beleidigenden Videos zu löschen und neue Interessen zu finden. Dies ist mein letztes Wort. Noch mehr von einem von euch und ich werde ein juristisches Journal eröffnen oder beziehungsweise Tagebuch und mich vorbereiten, um formelle rechtliche Schritte zu tun. Here, me clearly, ist eigentlich ein Rechtschreibfehler. Das sollte eigentlich hier. Also hören Sie mir klar zu. Wenn Sie alle schweigen, werden Sie in Frieden leben. Belästigen Sie mich direkt oder diffamieren Sie mich und Sie werden herausfinden, wozu ich in der Lage bin oder wozu ich fähig bin. Das ist meine letzte Abmahnung. Wo ich dachte, oh, boah, ey, was für ein Geschenk am 1. August. Ja, einfach nur herrlich. Also, was ich dann gemacht habe, ich habe auf diese, eigentlich eine Drohung, ja, ich habe eigentlich ganz kurz und knapp darauf geantwortet und dann ist da Robert David Steele so richtig an die Decke gegangen. Okay, also was ich gesagt habe, ich zeige Ihnen auch direkt den Beweis, dass ich das tatsächlich so geschickt habe. Hier ist das.
Ich habe dann auf diese E-Mail mit Remove und bla 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 so geantwortet: Dear Mr. Robert David Steele, I am writing to confirm the receipt of your threats against me and my family received today, 1st of August. Auf Deutsch, ich schreibe Ihnen, um zu bestätigen, dass ich Ihre Drohung gegen mich und meine Familie heute am 1. August 2019 erhalten habe. Gezeichnet Dr. Catherine Horton. Okay. Daraufhin ging dieser Typ so richtig an die Decke und das war echt total, total süß. Moment, ich muss das mal kurz übersetzen. Einen Moment. Ich werde ganz kurz mal den Text hier markieren. Denn dann hat er sich eigentlich komplett an mich gerichtet. Also er hat dann direkt an mir geantwortet. So, hier ist die Übersetzung. Okay, also, Chefscreen, sorry. Heute ist das ein bisschen langsamer, weil ich mich an die neue Software gewöhnen muss. Aber es lohnt sich wirklich. Das ist Robert David Steele im Originalton. Dr. Horton, also ich bin von Horton auf Dr. Horton hochgestuft worden. Ja? Sie tun mir sehr leid. Es ist sowohl kindisch als auch ungenau, meine frühere E-Mail als eine Drohung zu charakterisieren. Meine vorherige E-Mail war eine Absichtserklärung und eine Bitte um Unterlassung, wie jeder Rechtsanwalt ihm gerne erklären würde. Sie sind einem Netz von Betrügern mit starken Wahnvorstellungen zum Opfer gefallen. Ja? Retten Sie sich. Nehmen Sie die Videos runter, in denen Sie mich diffamieren. Machen Sie keine weiteren öffentlichen Äußerungen mehr über mich. Oder Sasha Stone oder dieses Tribunal, dieses ITNJ. Oder diffamierenden Bemerkungen. Wenn Sie jedoch darauf bestehen, werden Sie rechtlich, ethisch und letztendlich für Sie auch schmerzhaft dealt with, ist eigentlich werden Sie erledigt eigentlich. Ja? Also Sie werden rechtlich, ethisch und letztendlich für Sie schmerzhaft erledigt. Ich finde es schwer zu glauben, dass Sie tatsächlich promoviert sind, ohne die Bedeutung des Begriffs der Diffamierung zu verstehen. Und Ihre Anfälligkeit für rechtliche Schritte, und ihre Anfälligkeit für rechtliche Schritte zu verstehen, nachdem ich Sie ausdrücklich gebeten habe, aufzuhören und und das zu unterlassen. Wenn Sie mir einen Grund geben, erhalten Sie die nächste Benachrichtigung von einem Rechtsanwalt in London. Sie wollen eigentlich nicht der Grund einer rechtlichen Aktion werden. Ich werde nicht auf zukünftige E-Mails antworten, aus Freundlichkeit zu Ihnen. Nicht einmal Freundlichkeit, Kindness ist Barmherzigkeit, ja. Aus Barmherzigkeit Ihnen gegenüber. Ich gebe Ihnen diese letzte persönliche Mitteilung und betone auch gegenüber von Sarah Westall, dass Sie, die Übersetzung ist nicht perfekt, dass Sie auch in Gefahr schwebt, wenn Sie fortfährt, mich mit falschen Anschuldigungen zu diffamieren. Und zwar mit falschen Anschuldigungen von einer Person, deren Glaubwürdigkeit sie niemals richtig recherchiert hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Hören Sie auf, mich anzugreifen. Robert Steele. Okay, also sehr interessant, wirklich sehr, sehr interessant. Und ich dachte, okay, das Problem, das dieser Mann hat, ist ganz klar, dass ich Kevin Annett interviewt habe und seine Version veröffentlicht habe. Okay, wobei eigentlich Kevin Annett, was er veröffentlicht hat, waren die E-Mails, die er von Robert David Steele bekam und von Sasha Stone.
Das heißt, das waren konkrete E-Mails und das, ich habe ein ganzes Video über Robert David Steele gemacht. Aber da ging es nicht so sehr um Diffamierung, sondern da habe ich eigentlich ein Video von ihm gezeigt, wo Robert David Steele in seinen eigenen Worten zugibt, dass einer seiner besten Freunde eigentlich ein Kriegsverbrecher ist. Und er sagte über diesen Mann, ja, dass er dafür zuständig ist, wenn die CIA in ein Land einfällt, dass er dann die Leaders, also die Staatsoberhäupter dieses Landes, ja, in Verwahrung nimmt und denen dann sagt, entweder ihr sagt uns alles, was wir wollen, oder wir werden euch hier gleich beerdigen. Das waren die Worte von Robert David Steele. Okay, und das finden Sie dann in diesem speziellen Video, das ich komplett eigentlich nur über Robert David Steele gemacht habe. Und als ich das analysiert habe ich dann sozusagen, kam ich zu dem Schluss, dass es sich dabei eigentlich um Kriegsverbrechen handelt. Also so etwas zu machen, ist eigentlich gegen das internationale Recht. Und dass Robert David Steele solch einen Mann als einen seiner besten Freunde bezeichnet, finde ich doch schockierend. Und ich finde das vor allem schockierend, weil Robert David Steele eigentlich als Chief Counsel beziehungsweise als Generalanwalt, ja, als CIA-Agent wird er als Generalanwalt dieses Tribunals dargestellt, dieses ITNJ, dieses International Tribunal for Natural Justice. Wie kommt man dazu? Wie wird man von CIA-Agenten in einen Anwalt verwandelt und dann noch einen Generalanwalt? Wie geht das? Ja, irgendwie ist da Betrug mit im Spiel, oder? Kommt mir so vor. Und dass ich dann solch eine Drohung bekomme mit so einem, ja, Porcupine-Enema, ja, ein Stachelschwein, ich glaube. Herrlich, ich finde das so herrlich. Und was war das Zweite? Ja, dass ich, wenn ich nicht aufhöre, öffentliche Statements über ihn zu machen, dass ich dann herausfinden werde, wozu er fähig ist und dass ich rechtlich, ethisch und schmerzhaft erledigt werde. Ist doch interessant, oder? That you will be dealt with legally, ethically and ultimately for you painfully. Das waren seine Originalworte. Ist das wirklich ein Generalanwalt für ein Tribunal, das eigentlich mit Opfern von den schlimmsten Kartellgewalttaten eigentlich umgeht? Wirklich? Da stimmt doch irgendwas nicht, ja? Weil so wie sich dieser Typ benimmt, er benimmt sich wie ein scheiß Hooligan, ein saublöder noch dazu. Ja, ich meine, wer redet ja Frauen gegenüber über diese scheiß Porcupine niemals? Wie proletisch und saublöd muss man echt sein? Ja, das ist doch widerlich, oder? Ich meine, ich habe nicht einmal von den verdammten Cyberagenten so eine scheiß E-Mail bekommen, wie von Robert David Steele, Chief Counsel. Ja, also, und das muss mal gesagt werden, dass nicht einmal die scheiß BND, GCHQ und CIA-Trolle im Internet so eine Scheiße geschrieben haben. Die kommen ja fast classy rüber im Vergleich zu diesem Vollidioten. Ja? Also, was soll das? Das heißt, nachdem ich diese E-Mails bekam, ich fand das echt zum Schreien komisch, als ich da im Stau saß und diese E-Mails da las, da dachte ich auch so, oh wow, was für ein Geschenk, ja, des Geheimdienstes an mich am 1. August, dass ich so eine herrliche E-Mail von Robert David Steele bekomme. Also wirklich, wenn Sie Englisch sprechen, es lohnt sich einfach nur Englisch zu lernen, um zu verstehen, wie so blöd diese E-Mails eigentlich sind, weil sie so scheiße proletisch rüberkommen im O-Ton, ja, im Original. Das ist echt so, oh my God. Wirklich jeder kann für die CIA arbeiten. Aber ja, wie kommt man dazu? Also wer hat sich das ausgedacht und wer dachte, aus all den Kartellmitgliedern, die wir eigentlich so, ja, zur Verfügung haben, wollen wir gerade Robert David Steele als Chief Counsel dieses Tribunals haben. Ja? Und noch dazu kommt, dass Robert David Steele echt überhaupt nicht checkt, wie das Internet funktioniert und glaubt, dass er dann sich noch immer wie so ein Superpanzer aufführen kann. Ja, wirklich wie ein Hofnarr.
als Chief Counsel. Also, die haben doch echt eins an der Klatsche, die CIA-Leute, oder? Also, naja, wie auch immer. Das war halt die Story von diesem Robert David Steele. Und ich warte jetzt mal darauf, wie sich das Ganze entwickelt. Aber heute habe ich halt meine Meinung gesagt. Und ich glaube, nach den Regeln der freien Meinungsäußerung kann ich mich zu den Drohungen eigentlich äußern, die ich von einem CIA-Agenten bekommen habe. Ja, also ich nehme das schon ernst. Weil dieser Mann, der meines Erachtens nach komplett psychopathisch ist und ja, auch es ist schon möglich, dass er Menschen gefoltert und ermordet hat für die CIA, dass er auf einmal mir droht und meiner Familie. Ja, also ich brauche das auch nicht in meinem Leben. Aber zum Glück hat er das schriftlich gemacht, das ist nicht ehrlich. Also damals im Kommunismus hatten wir so einen Spruch, ja, Kommunismus in Siebenbürgen, als kommunistisches Rumänien. Und da der Spruch ging ungefähr so, also der Kommunismus war saublöd, okay? Und Regel Nummer eins war, denk nicht nach. Also wenn du im Kommunismus lebst, denk nicht nach. Regel Nummer zwei ist, wenn du doch nachdenkst, dann sag das nicht laut. Ja, worüber du nachgedacht hast. Regel Nummer drei, wenn du das doch laut sagst, dann schreib das nicht auf. Und dann Regel Nummer vier ist, wenn du das doch sagst, aufschreibst, ja, dann unterschreib das nicht. Und wenn du denkst, das laut sagst, das niederschreibst und unterschreibst, das ist so Regel Nummer fünf, dann sei nicht überrascht. Ja, also sprich, das war der Punkt, wo du dann ja von der Securitate abgeholt worden bist und irgendwo versenkt oder ermordet wurdest. Ja, wenn du offiziell den Kommunismus kritisiert hast. Und das war damals auch selbst der Witz an sich, hätte wahrscheinlich so 10 Jahre im Gefängnis einen beschwert. Aber es war schon lustig und auch sehr wahr. Und dieser Vollidiot, ja, also das ist, was ich so witzig finde, er hat diesen Scheiß niedergeschrieben und unterschrieben und mir das von seiner E-Mail-Adresse geschickt. Also ich meine, noch bekloppter geht's nicht mehr, oder? Und er hat auch noch auf seine Kollegen verwiesen und es eigentlich klar gemacht, dass es kein Troll war, der seinen E-Mail-Account gehackt hat, sondern dass er tatsächlich auf dieses ITNJ verweist und er hat die Beweise seiner eigenen Beklopptheit direkt an dieses Tribunals Legal Department geschickt. Ich meine, entweder ist das Legal Department genauso saublöd wie er, ja, oder er hat jetzt echt irgendwas nicht gecheckt. Ich finde das einfach zum Schreien komisch. Aber egal, also das sind halt, das sind wirklich die Geheimdienstagenten, wie sie, ja, so in der Natur vorzufinden sind. Und da fragt man sich auch so, oh Mann, Leute, also wenn das so abgeht bei euch, dann bin ich echt nicht überrascht. Dann überrascht mich echt gar nichts mehr. Dann überrascht mich die Scheiße mit Epstein auch nicht mehr. Dieser Bullshit-Verein da mit Charlie Hebdo und die Scheiße in London mit 7-7, mit den angeblichen Bomben da im Tube und das 9-11, ja. Also wenn man solche saubekloppten Leute hat, dann kommt auch so eine Scheiße dabei raus. Ganz klar. Aber wie auch immer. Also ich hoffe, Sie hatten Ihren Spaß. Es gibt eigentlich noch viel, viel mehr zu berichten, aber ich möchte das die Show heute nicht zu lange eigentlich hinziehen. Aber jetzt wissen Sie Bescheid. Oh, noch eine Sache. Jetzt möchte ich auch mal ein paar gute Nachrichten am Ende noch mal kurz zusammenfassen. Und zwar die guten Nachrichten sind jetzt, ich habe jetzt eine Gruppe an Zeugen zusammengesammelt. Das ist eine Gruppe von Zeugen aus den USA und aus Europa. Und diese Leute, die sind wirklich ausgelesen. Sie haben da nicht nur dieses Tickbox-Affidavit sozusagen mir geschickt, sondern sie sind auch bereit, vor Gericht auszusagen. Und das war nicht ganz gut. Ich habe mit einer Gruppe von ihnen am Samstag gesprochen. Und dann Samstagnacht wachte ich dann auf und bemerkte, ich wachte eigentlich auf, weil ich mit Schmerzen gefoltert wurde und von Philipp Rebohr und dem NATO Space Command in den Kopf geschossen wurde, sodass die Wand um mich herum knallte und die ganzen metallenen Backbleche, mit denen ich mich versuche, verzweifelt zu schützen im Bett, dass sie auch so richtig laut knallten und ich habe das aufgenommen und alles. Und es war halt um 4 Uhr morgens und als ich dann im Bett aufsetzte,
wie auch immer, ich vergesse teilweise, wie man Sachen auf Deutsch sagt, habe ich mich eigentlich an einer großen Scherbe im Bett geschnitten. Das war wirklich eine riesige Glasscherbe, wo ich dachte, hey, Moment mal, wie kommt jetzt die hierher? Und am Anfang dachte ich, oh, hier ist irgendjemand eingebrochen. Ich habe mich dann umgeschaut und gemerkt, dass eigentlich mein gesamtes Bett voll war mit diesen großen Glasscherben. Und irgendwann merkte ich, dass diese Glasscherben eigentlich von oben kamen. Das heißt, eine Lampe, eine kleine Lampe, die eigentlich über meinem Bett war, da ist das Glas zerborsten. Aber das Glas ist zerborsten an einem Punkt, wo ich das nicht mehr gehört habe. Das heißt, das Licht war aus, ich hatte meine Augen geschlossen und das hat zumindest, also ich schlafe nicht sofort ein unter dieser Folter, das war mindestens 20 Minuten später oder noch später. Ja, das heißt, das Glas hat eigentlich Zeit, sich abzukühlen. Das heißt, das Glas konnte nicht irgendwie unter so einem, ja, unter irgendwie, dass es sich erhitzt hätte wegen der Lampe und deshalb zerborsten worden ist, das kam eigentlich nicht schlüssig rüber. Und was ich dann gemacht habe, das waren echt große Scherben, ich habe dann erst einmal versucht, alle zu finden, damit ich dann mich nicht nochmal im Bett an diesen Dingern schneide. Und als ich das Ganze dann zusammengepuzzelt habe, ich kann Ihnen das mal kurz zeigen, wie das aussieht, ich glaube, ich habe die Fotos hier. Bei solchen Sachen bitte immer sofort Beweisfotos sammeln, ja, und immer sofort Backup und damit sie das haben. Das war hier, okay, das war, ja genau, ich habe das Ding. Okay, hier ist ein Foto, Moment, ich muss mal ganz kurz sämtliche Fotos öffnen. Also es war wirklich, also es wird nie langweilig mit diesen Vollidioten hier. Okay, und hier ist dann das dritte. Okay, und ich möchte das ganz kurz besprechen und ein bisschen Forensik an diesen Dingern machen, weil man doch sehr viel daraus lesen kann. Also erst einmal das Bild der großen Scherbe. Dies ist eine ziemlich große Glasscherbe, ungefähr so 2,5 Zentimeter, 3 Zentimeter groß. Okay, ziemlich großes Ding. Und ich habe mich halt an dieser Spitze hier geschnitten. Ich habe mir dann meinen Fuß aufgeschnitten, war nicht schön. Okay, das war so das eine Ding. Das zweite, ich versuche jetzt mal kurz die zweite Scherbe zu zeigen, damit Sie ungefähr so ein Gefühl dafür haben, wie groß diese Dinger sind. Ich hoffe, Sie können das gut sehen. Das hier ist so dieses zweite Ding. Und das hier links, das ist so der Fuß dieser Stehlampe. Und diese Stehlampe hat so einen Schirm nach oben und einen Schirm, das fast wie so eine Blume nach unten ragen kann. Und im Moment, wo die, oder an dem Abend, war sozusagen dieser Seitenarm vertikal gestellt. Also das Glas war wirklich so und das Glas kann nicht aus der Halterung fallen. Das ist eigentlich physisch unmöglich. Und die Halterung war noch intakt. Das heißt, das Glas ist wirklich oben zerborsten, in der Halterung und die Scherben sind dann runtergefallen. Okay. Also ich habe wirklich überprüft, dass die Halterungsklammern alle noch intakt waren und das ganze Ding wirklich festhielten. Und jetzt wird es wirklich interessant, wenn man sich mal anschaut, wie dieses Ding zerborsten ist. Ich habe nämlich das Ganze dann wieder zusammengebaut und das sieht dann so aus. Also das hier sind, also erst einmal sorry, das hier links, das ist Rost auf diesem Backblech, was ich dann als Schutzschild benutze. Und ich benutze das als Schutzschild genau, weil das verrostet ist. Also ich werde es nicht mehr zum Kochen benutzen. Das hier ist dieser Glasschirm. Ja, also ein ganz flacher, horizontaler Glasschirm. Er hat keine Krümmung. Und flaches Glas tendiert eigentlich nicht dazu, sich beim Abkühlen zu zerbersten. Wenn das jetzt gekrümmtes Glas wäre oder ganz dickes und dann dünnes Glas, ja, solche verschiedenen anderen Formen wie bei Vasen vorzufinden, da ist das eher wahrscheinlich. Aber eine flache Scheibe an Glas, vor allem wenn das kreisrund und symmetrisch ist, hat eigentlich eine sehr gute, ja, symmetrische Eigenschaften und wird eigentlich niemals unter Abkühlung zerbersten. Vor allem nicht nach 10 Jahren und ich habe diese Lampe schon seit, ja, sehr langer Zeit. Also, was ich dann eigentlich ja an diesem Ding gesehen habe, und deshalb ist das interessant, erstens gibt es diese kreisrunde Struktur in der Mitte und die Größe dieser kreisrunden Struktur ist interessanterweise genauso groß wie die blauen Flecke, mit denen ich morgens aufwache, nachdem ich
Philipp Rebaud und deren Männer und das NATO Space Command eine Nacht lang durchgeschossen hat. Und ich habe zig Fotos, Beweisfotos von blauen Flecken, wie dann meine Beine aussehen, wo ich dann ungefähr solche 1-Euro-Stück großen blauen Flecke dann habe. Das heißt, so ein 1-Euro-Stück ist die Größe des Pulsed Energy Projectiles. Und das ist genau die Größe von diesem Ding. Okay? Und dann sehen Sie auch, dass dieses Glas sehr symmetrisch zerborsten ist. Wenn Sie jetzt eine Achse hier einzeichnen, ja, genau hier, also eigentlich durch die Längsachse des Ovals und das verlängern, dann sehen Sie, dass auf dieser Seite genauso viele Längsarme sind wie auf dieser Seite. Also wenn Sie mir das jetzt mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hey, das sind 8, Verzeihung, also das ist symmetrisch zu dem, das ist symmetrisch zu dem. Ah, okay, ich sehe, hier gibt es eine Linie und da gibt es auch eine Linie, aber ich habe sie eben nicht gesehen, weil das genau mit diesem Muster hier auf dem Backblech deckungsgleich ist. Aber da ist auch noch eine Linie. Da, okay? Das ist nicht perfekt durchgebrochen. Und Sie sehen, hier ist diese Bruchlinie auch sehr, sehr dünn. Okay? Also es gibt hier 8 und da gibt es auch 8. Okay? Also jede Linie, die hier entlang geht, hat ein Spiegelbild auf der anderen Seite. Okay? Und der Clou eigentlich, der Beweis, ist dieses Oval. Denn die Pulsed Energy Projectiles sind eigentlich kreisrund. Also, für mich sieht das so aus, dass ein Pulsed Energy Projectile dieses Glas hier getroffen hat und es war eigentlich das Projektil selbst, das Energieprojektil war kreisrund, aber das Projektil hat das Glas nicht so getroffen, ja, sondern in einem Winkel, so, okay? Das heißt, wenn das so in einem Winkel durchgeht, dann ist der Querschnitt dieses Pulsed Energy Projectiles kein Kreis, wieso, sondern ein Oval. Okay? Das ist halt dieser Winkel. So wäre das eine kreisrunde Bruchstelle, so ist das ein Oval und es hat eine Richtung. Ja? Und ich kann ganz genau sagen, wo die Bruchrichtung ist. Und zwar kam dieses Projektil aus dieser Richtung, traf so ziemlich auf die Mitte des Glases, also das sieht wirklich so aus, als hätte das einer Computer ausgemessen, ja, und pack, es hat es voll in der Mitte getroffen, aber durch den Winkel ging die Schockwelle in diese Richtung, ja, also das hier ist die Richtung der Ausbreitung der Schockwelle und Sie sehen, hier in dieser Richtung gibt es nur diese Bruchstelle und null andere Bruchstellen. Und in diese Richtung, entlang des Ovals, gibt es 8 Bruchstellen. Also sprich, die Schockwelle ging in die Richtung. Ja? Also das Projektil kam von hier, bumm, knallte dagegen, ging durch das Glas, aber die Schockwelle im Glas ging dann in diese Richtung. Also eine Komponente des Impulses, also auf das Glas projiziert, ging dann in diese Richtung. Okay? Und als ich das dann gesehen habe und die perfekte Symmetrie dieser Bruchstellen entlang der Längsachse des Ovals, dachte ich, das sieht wirklich so aus, als wäre das Glas von einem Pulsed Energy Projectile getroffen worden und der Geheimdienst bzw. die NATO Space Command oder das Schweizer Militär hat diese Lampe mit Absicht zerschmettert. Ja? Und ich habe schon in vorherigen Videos gezeigt, wie diese Pulsed Energy Projectiles zum Beispiel mein Whiteboard, dass sie dort Dellen verursacht haben. Ich habe ein Bild mit 3 Dellen gezeigt. Diese 3 Dellen waren wiederum Vergeltung für irgendwie, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich da gemacht habe. Habe ich da als allererste Mal eine Unterlassungsbitte an das NATO Space Command geschickt oder habe ich die Parlamentarier informiert? Ich weiß es gar nicht mehr. Mir ist es auch scheißegal, weil das so ein Kleinkram ist. Aber für diese Leute ist das echt traumatisch. Ja, jedes Mal müssen sie sich noch ein, ja, irgend noch so ein größeres Macho-Getue da ausdenken. Und das muss jedes Mal irgendetwas kaputt machen, mich verstümmeln, mir Schmerzen zufügen, mich fast umbringen. Also immer,
ja, Tod und Verderben und Zerstörung, also Wix, 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 ja, wirklich immer das Gleiche. Und jedes Mal kommt es zu irgend so einer Scheißvergeltung. Aber das ist auch jedes Mal getimed. Und diesmal war das Zerschmettern meiner Lampe eigentlich Vergeltung dafür, dass ich mit den Zeugen gesprochen habe. Ja, also das war eigentlich unser erstes großes Meeting, wo wir Sachen im Detail durchgesprochen haben, und schon macht sich der Geheimdienst in die Hose und bringt so eine Scheiße. Ja, also pff. Aber egal. Das hier, also meines Erachtens nach, ist das eigentlich der beste Beweis, wie man solche Bruchlinien eigentlich zusammen oder herstellen könnte. Und ich muss auch dazu sagen, das sind alles individuelle Glasscherben und die sind nicht alle perfekt zusammen. Sie sehen da kleine Ecken hier und hier und da. Das und da vor allem. Wenn man das noch präziser zusammenfügt, ja, kreisrund, dann sieht das noch symmetrischer aus. Also es ist wirklich beeindruckend. Ich habe die Scherben aufgehoben, das heißt, man kann das jederzeit wieder zusammenkleben und wirklich nachmessen, wie das kam. Man kann wahrscheinlich auch anhand der Wellenform hier, also anhand der Abstände dieser Wellen, wahrscheinlich auch noch bestimmte Parameter des Pulsed Energy Projectors berechnen. Also das, was Sie hier sehen, sind eigentlich Schockwellen, die durch das Glas gingen. Und der Bruch kam jedes Mal, wenn sozusagen eine Welle nach unten ging und die andere Schockwelle nach oben, dann kommt es zu Brüchen. Ja. Und diese Pulsed Energy Projectors, wie schnell sie sind, es kommt drauf an. Einige Leute behaupten, das wären Schallwellen, also hochintensive Schallwellen, die sehr fokussiert sind. Kann sein, dann wäre das die Schallgeschwindigkeit. Wenn das aber neue elektromagnetische Wellenformen sind, die auch sozusagen so einen Impuls übertragen können, dann wäre das Lichtgeschwindigkeit. Auf alle Fälle ist das verdammt schnell. Ja, wirklich. Und das Ganze wurde über meinem Kopf zerschossen, nachdem ich eingeschlafen war. Ich habe das nicht gehört. Aber ich muss dazu sagen, dass auch wenn ich mit diesen Chips gefoltert werde oder mit den Chips eingeschläfert werde, dann wache ich nicht auf. Das ist fast wie ein Anästhetikum. Ja, und dann machen sie so eine Scheiße. Also wirklich, ich habe keine Worte mehr nach all dem, was passiert ist. Aber wie auch immer, ich freue mich, dass ich zumindest diese Beweise sammeln konnte, dass ich das so ein bisschen forensisch analysieren konnte. Und ich würde Ihnen eigentlich auch raten, wenn Ihnen so etwas widerfährt, das Natürliche ist natürlich immer sofort die Scherben zusammensammeln, wütend werden und am besten ignorieren und gleich wegschmeißen. Aber es lohnt sich wirklich mal ein bisschen Zeit zu investieren, weil Sie dann auf diese Art und Weise Beweise sammeln können, die eigentlich einmalig sind. Und meines Erachtens nach in diesem Fall eigentlich zeigen, dass ein Energieprojektil die Lampe zerschmettert hat. Ansonsten habe ich echt keine Erklärung dafür, wie das passiert ist. Also, ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen Einsichten bieten und ich hoffe, Sie haben was von der heutigen Sendung gehabt. Ich werde versuchen, mehr und mehr die ganzen Informationen, die ich auf Englisch herausbringe, auch auf Deutsch zu übersetzen. Denn was wirklich wichtig ist, ist, dass wir jetzt alle, noch eine Sache, also alle diese Geheimdienste, endlich auflösen, abschalten und diese Geheimdienstler hinter Gittern bringen. Und ich kann Ihnen das auch zeigen, wieso das so unglaublich wichtig ist. Und zwar anhand von Nachrichten, die ich letztens im Radio gehört habe. Einen Moment, das war hier auf irgendeiner Seite. Ah, genau, hier ist das. Also, das habe ich zum Beispiel im Radio gehört, und zwar auf B5 am letzten Sonntag. Und ich wollte Ihnen das ganz kurz zeigen. Das sind jetzt Nachrichten aus Deutschland. Die Nachricht hier auf, das ist jetzt BR24, die Opposition kritisiert Pläne für den Verfassungsschutz, also Berlin. Das Bundesinnenministerium hat einen umstrittenen Gesetzesentwurf erarbeitet, das die rechtlichen Befugnisse für den Verfassungsschutz neu regeln soll. Inhaltlich geht es um die Anpassung bestehender Befugnisse an die Digitalisierung. Yeah, klar, wer es glaubt, wird selig.
Etwa die Überwachung von Kommunikation über Messenger-Dienste. Klammer auf, diese Leute holen sich diese Informationen schon seit langem von der NSA, ja, und von der NSA-Datenbank. Das heißt, das mit diesem Gesetzesentwurf und die Begründung ist schon fucking Bullshit, ja, aber egal. Und jetzt kommt's. Der Entwurf, der dem BR vorliegt, sieht allerdings auch vor, dass Mitarbeiter des Verfassungsschutzes heimlich Wohnungen betreten dürfen, etwa um Abhörmaßnahmen vorzubereiten. Voraussetzung sei, dass die Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leib, Leben und Freiheit unerlässlich seien. FDP und Grüne kritisieren die Pläne. Sie sprachen von einem Angriff auf die Bürgerrechte und forderten die Bundesregierung auf, die Pläne des Innenministeriums nicht umzusetzen. Okay, sorry. Ich habe zu viel geredet. Hintergrundinformation. Der Verfassungsschutz weigert sich seit mindestens 20 Jahren, den elektromagnetischen Beschuss von Opfern einzustellen. Es wäre eigentlich deren Aufgabe, die Kriminellen zu verhaften. Wenn sie sich 20 Jahre lang weigern, dann gibt es dafür nur eine Erklärung. Und das ist nämlich, dass der elektromagnetische Beschuss vom Verfassungsschutz ausgeht. Ja? Das heißt, wenn diese Vollwichser zu saublöd sind, um Kriminelle in der Nachbarwohnung mit einem scheiß modernen Militärmaschinengewehr zu finden, dann ja, ist es nur deshalb, weil sie diese Kriminellen nicht finden wollen. Okay. Der Verfassungsschutz andererseits bricht auch regelmäßig in Wohnungen ein. Jetzt schon. Und zwar auf kriminelle Art und Weise und in die Wohnung von unschuldigen Menschen. Das wissen wir von Karl Clark und seiner Aussage in der deutschen Presse in 2009. Vor 10 Jahren. Das heißt, der Verfassungsschutz bricht schon seit über 10 Jahren, eigentlich schon seit seiner Gründung, würde ich sagen, aber dokumentiert seit 10 Jahren in die Wohnung von unschuldigen Leuten grundlos ein und laut Karl Clark beschießt sie dann mit elektromagnetischen Waffen. Karl Clark hat das eigentlich an die Öffentlichkeit gebracht bezüglich all der Geheimdienste, für die er gearbeitet hat. Okay? Und er sagt, das machen alle Geheimdienste. Das heißt, wir haben es eigentlich mit einer kriminellen Organisation, mit einer Geheimgesellschaft, denn der Verfassungsschutz ist eine Geheimgesellschaft, es ist eine geheime Parallelgesellschaft, Sie wissen nicht, wer da drin ist, ja. Also diese parallele Geheimgesellschaft und jede Geheimgesellschaft wird kriminell laut den Regeln der Systemanalyse, also diese Kriminalgesellschaft des Verfassungsschutzes, will jetzt offiziell das Recht haben, in Wohnungen einzubrechen. Wieso? Und wieso jetzt? Wieso jetzt in 2019? Weil jetzt die Klagen kommen, dass der Verfassungsschutz kriminell in Wohnungen eingebrochen hat. Deshalb müssen sie ihre Ärsche schützen, indem sie das offiziell machen und legal. Das wird damit immer noch nicht legal, weil das eigentlich ja gesetzeswidrig ist. Ja? Es geht eigentlich komplett gegen die Menschenrechte. Und wenn die Leute erst mal herausfinden, wie der Verfassungsschutz Menschen ermordet mit elektromagnetischen Waffen, dann werden sie alle kapieren, wieso sie diese kriminelle Geheimgesellschaft nicht in ihre Wohnung lassen wollen. Ja? Aber es gibt noch viel mehr für die Ermittler da draußen, denn wer bringt denn so eine Scheiße ein? Na, eigentlich nur die Kartellmitglieder, oder? Ja, also finden Sie heraus, wer im Bundesinnenministerium diese Scheiße vorgeschlagen hat. Wer arbeitet daran? Wer im Bundesinnenministerium arbeitet daran, dem kriminellen Verfassungsschutz den Arsch zu decken? Denn diese Leute arbeiten auch für diese Kriminalgesellschaft. Okay? Keiner, der noch alle Tassen im Schrank hat, würde jemals sowas einbringen. Niemand. Und wenn Sie noch immer nicht begriffen haben, worum es hier geht, erinnern Sie sich daran, dass Deutschland keine Verfassung hat. Das heißt, wenn jetzt ja das Kriminalkartell einen Verfassungsschutz aufbaut,
Es gibt keine Verfassung, also es gibt da nichts zu schützen. Ja? Das heißt, der Name Verfassungsschutz zeigt ihm schon, dass es sich dabei um Kriminalbetrug handelt. Von Anfang an. Ja? Also, wenn Sie das erstmal kapiert haben, jetzt kommen auch die Fakten von all den Opfern, den Holocaust-Opfern in Deutschland, deren Organe in ihren Privaträumen zerschossen wird mit Militärwaffen und sämtlicher Verfassungsschutz aller Länder hat sich geweigert, seit 20 Jahren einen Scheiß Dreck zu machen. Das heißt, der Verfassungsschutz betreibt einen Nazi-Genozid in Deutschland. Das sind scheiß Nazis. Das sind scheiß Nazi-Kriminelle. Und ich kann es beweisen, weil der Verfassungsschutz von mir schon vor Monaten informiert worden ist und hat bis jetzt die Waffen noch nicht eingestellt. Die deutschen Opfer werden bis heute in Stücke geschossen. Okay? Also ich kann das vor Gericht beweisen, dass der Verfassungsschutz eine kriminelle Organisation ist. Eigentlich auch so wie das Bundeswehrkriminalamt. Auf die trifft dieselbe Beschreibung zu. Ja? Die haben sich auch schon seit Jahrzehnten geweigert, eine einzige Ermittlung zu starten. Mir ist keine einzige Ermittlung über irgendwo in Deutschland bekannt oder in der Schweiz oder irgendwo in Europa gegen die Energiewaffenangriffe oder irgendwo in den USA oder irgendwo in Kanada oder Australien. Keine einzige Polizeiermittlung. Und die Anzahl der Opfer ist in den Hunderttausenden bereits bekannt und höchstwahrscheinlich in den Millionen. Und keine einzige Polizeiermittlung. Das heißt, was wir als Polizei und Verfassungsschutz haben, ist ein Kriminalbetrug. Es ist eine freimaurerische Frontorganisation. Ja. Und wieso möchte der Verfassungsschutz offiziell das Recht haben, heimlich in ihre Wohnung einzubrechen und Abhörmaßnahmen vorzubereiten? Weil der Verfassungsschutz den Menschenhandel betreibt. Und Menschenhandel, dazu gehört auch Sex-Trafficking, ja. Und wenn man zum Beispiel kleine Kameras überall in ihren Schlafzimmern und den Schlafzimmern ihrer Töchter anbringt, dann kann man so geile Pornos drehen und sie an alle, ja, Leute, alle Spitzel in der Straße verkaufen, die vielleicht ihre Tochter oder ihre Frau echt geil finden. Wissen Sie, wie viel Kohle dahinter steckt? Oh my God. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass Männer Pornos echt geil finden, wenn sie die Frau sogar kennen. Hey, wie aufregend ist das? Dann ist das nicht so ein süßes Mäuschen irgendwo im Internet. Nein, man kennt sie. Das ist vielleicht die Nachbarin. Das ist vielleicht die Frau oder die Tochter des Nachbarn. Wie geil ist das? Wie viel würden perverse alte Säcke für solche Pornos bezahlen? Ja? Würden Sie so viel bezahlen wie für die Pornos im Internet? Und die Pornos im Internet sind eine Millionen- oder Milliardenindustrie. Ja? Die würden wahrscheinlich noch mehr dafür bezahlen, ja, für Real-Life-Pornos, wo man die Frau im Porno sehen kann und dann am nächsten Tag im Treppenhaus treffen könnte. Oder die junge Tochter. Hey, wie cool wäre das? Ja, denken Sie mal so, denn dass diese Abhörmaßnahmen keine einzige Terroraktion stoppen, das können Ihnen die ganzen Energiewaffenopfer sagen und die gibt es zu Tausenden, öffentlich bekannt, öffentlich im Internet, auf Twitter, auf Facebook, ja, und es gibt keine einzige Ermittlung, keine einzige Verfassungsschutzorganisation gegen eigentlich Massenvernichtungswaffen. Das heißt, wofür sind diese Abhörmaßnahmen? Ja, die Abhörmaßnahmen sind für den Menschenhandel. Und die Abhörmaßnahmen sind auch dafür da, wenn man erstmal Mikrofone in ihren Wohnungen anbringt und sie haben Gehirnchips und ihre Kiddies haben Gehirnchips, dann kann man die künstliche Intelligenz viel besser steuern. Dann kann man nämlich auch checken, wenn sie zum Beispiel Chips haben, die sie dazu zwingen, Sachen zu sagen, dann kann man mit den Mikrofonen auch checken, dass sie sie auch laut sagen. Das ist sogenanntes Forced Speech, also forcierte Rede. Einer der Standard-Foltermethoden, die man mit diesem Kopf und diesen Körperchips hat. Ja? Das heißt, wenn alle ihre Wohnungen jetzt offiziell gechippt werden dürfen und sie sind bereits gechippt ohne ihr Wissen, ja,
dann kann man da echt geile Businesspläne damit laufen lassen für die Waffenindustrie. Man kann herausfinden, wie man sie so richtig krank und fertig machen kann und wie man sie ermorden kann. Und wie man ihre Alte und ihre Tochter dann nochmal an die perversen Nachbarn verkaufen kann, während man sie eigentlich ermordet. Ja, also wenn ich mich wirklich hinsetze mit Papier und Bleistift und sämtliche Businesspläne aufschreibe, die mir so in den Sinn kommen, wenn ich herausfinden muss, wieso das echt geil wäre für den Verfassungsschutz, alle ihre Wohnung abzuhören, ich könnte mit den Businessplänen echt geile Kohle machen. Und mit geil meine ich wirklich geil, denn die Hälfte der Businesspläne wären Pornos. Ja. Wollen Sie das? Wollen Sie das in Deutschland? Wollen Sie sich echt verarschen lassen? Oder sind Sie vielleicht bereit, einfach Nein zu sagen, diesen Leuten, diesen Politikern so die Hölle heiß machen, dass ihnen die Lust zu diesem scheiß Gesetzesentwurf vergeht? Sie können Politikern echt auf die Decke steigen, indem sie sie ständig anrufen, E-Mails haben, Treffen mit denen vereinbaren. Machen Sie mal das, was die Lobbyisten machen. Ja? Setzen Sie die Leute mal so richtig, human und zivilisiert unter Druck. Aber es sind 80 Millionen Leute in Deutschland und nicht so viele Leute im Bundesinnenministerium oder Leute im Bundestag. Überlegen Sie mal, wie können Sie diesen Bullshit stoppen? Ja, weil der Verfassungsschutz echt gestoppt werden muss. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Ja, also Spoiler Alert, der Verfassungsschutz begeht die Energiewaffenangriffe, soweit ich erkennen kann. Denn es gibt keine anderen Kandidaten, die das machen könnten und nicht gestoppt werden würden vom Verfassungsschutz. Das heißt, diese sämtlichen Energiewaffenangriffe und die Genozide innerhalb der Länder werden immer vom Inlandgeheimdienst des Landes gemacht. Und das ist in Deutschland der Verfassungsschutz. Okay, also wirklich, überlegen Sie mal, echt. Aha. Setzen Sie sich mal dahin und versuchen Sie sich mal in die Situation dieser Kriminellen hineinzudenken und überlegen Sie mal, wenn Sie jetzt, stellen Sie sich das mal vor, okay? Sie hätten jetzt eine Firma, so eine kleine private kriminelle Gruppe, und Sie könnten jetzt sämtliche Wohnungen in Ihrer Straße komplett unter Überwachung stellen, sodass Sie alles sehen und alles hören können live, was in jedem Raum passiert. Also im Wohnzimmer, im Arbeitszimmer, im Schlafzimmer, im Badezimmer, ja, überall. Sie könnten zum Beispiel auch schauen, ob jetzt eine Ehefrau, die vielleicht zu Hause ist, ihren Ehemann betrügt, sie vielleicht damit erpressen, vielleicht für Sex oder Geld oder keine Ahnung was. Ja? Und dann überlegen Sie mal, wenn Sie eine Firma haben, stellen Sie sich mal vor, Sie könnten das Arbeitszimmer, das Büro und sämtliche Privaträume Ihrer Business Mitbewerber oder ihrer, wie nennt sich das auf Deutsch, Competitors. Ja, also, wie sagt man Competitors auf Deutsch? Sie wissen, was ich meine. Ja, wenn Sie eine Firma haben, wissen Sie, was ich meine. Ja, wenn Sie alle diese Leute einfach chippen und unter Überwachung stellen könnten, könnten Sie dann schon sämtliche Business Deals im Voraus schon herausfinden? Ja. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie könnten das machen und Sie hätten bereits schon komplette Überwachung sämtlicher E-Mail-Korrespondenz. Ja? Oh Mann, die Möglichkeiten sind unendlich. Und stellen Sie sich mal vor, Sie könnten zum Beispiel einem Firmenchef, der Ihnen vielleicht Ihre Firma untergräbt, Sie könnten dessen Wohnung chippen. Sie könnten anhand der Kameras genau sehen, wo er nachts schläft, und Sie könnten eine Energiewaffe dann auf ihn richten und er könnte dann innerhalb von 6 Monaten an Krebs sterben. Wäre das für Sie vielleicht ein Businessangebot? Und würde es Ihnen vielleicht helfen, wenn Sie herausfinden würden, dass vielleicht die Energiewaffe und die ganze Software zum Anpeilen
für weniger als 1.000 € bereits zu kaufen wäre? Können Sie damit vielleicht irgendwie Geld machen? Ja, überlegen Sie mal, was damit alles möglich wird. Aber vor allem wirklich auf der Autofahrt, ja, zur Arbeit morgen oder wenn Sie mal ein bisschen Freizeit haben, während Sie bügeln oder was weiß ich, setzen Sie sich mal hin und schreiben Sie mal sämtliche Businesspläne oder Profitmöglichkeiten auf, die Ihnen in den Sinn kommen. Und wenn Sie 2 Stunden lang darüber nachdenken, dann werden Sie verdammt viele finden. Und ich sage Ihnen, ein Geheimdienst, eine Geheimgesellschaft, eine Kriminalgesellschaft, ja, eine geheime kriminelle Parallelgesellschaft in unseren Ländern, die vielleicht Jahrhunderte darüber nachgedacht hat, wird noch mehr Businesspläne haben mit sowas. Aber was Sie in 2 Stunden da zusammenschreiben können, sollte Ihnen schon die Augen öffnen. Ja? Also stellen Sie sich mal vor, schauen Sie mal aus dem Fenster, schauen Sie sich mal Ihre Straße an, schauen Sie sich mal so in Gedanken Ihre Stadt an, jedes Hochhaus, in reichen Gegenden sämtliche Häuser. Sie hätten die Macht, sämtliche Häuser komplett unter Audio- und Videoüberwachung zu stellen. Wie viel Kohle könnten Sie damit machen? Ja? Und wenn Sie vielleicht ein bisschen, wenn Sie sich mal vorstellen, Sie wären ein bisschen pervers veranlagt, wie sehr können Sie sich dann einen runterholen, wenn Sie sämtliche Frauen im Schlafzimmer und im Badezimmer sich anschauen könnten, jederzeit? Und ja, nachdem Sie sich damit ein bisschen erschöpft haben, wie viel Geld können Sie dann damit machen, indem Sie sämtliche Aufnahmen dann an andere perverse Männer verkaufen? Könnten Sie damit reich werden? Und würden diese Männer dann dicht halten? Aber hallo, würden die dicht halten? Ja? Denn sie hätten damit ja auch sozusagen kriminelles Material selber gekauft. Und wenn sie dann der Verfassungsschutz sind, dann können sie auch dafür sorgen, dass wenn von ihnen kriminelles Material gekauft wird, dass das niemals vom Verfassungsschutz oder der Polizei jemals auf ihrem Laptop gefunden wird. Oder? Klar. Also, darum geht's. Ja, es geht um all diese Sachen. Also, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie mir zugehört haben. Es tut mir echt leid, dass ich immer über solche beschissenen Themen reden muss, die wirklich unangenehm sind. Aber im Moment gehöre ich zu den wenigen, die das tun. Und deshalb sind meine Videos halt ein bisschen, ja, tough going. Also, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, wenn Sie meine Videos mögen. Bitte unterstützen Sie mich auf Patreon unter Patreon, also patreon.com/klarsichttv. Okay, das ist mein Kanal. Ich werde jetzt dieses Video dort hochladen, damit Sie sämtliche Videos dort wiederfinden. Und das andere ist, Sie sollten bitte, bitte auf das Abonnement klicken auf YouTube, unten auf Abonnement klicken, wahrscheinlich bei Ihnen da oder da. Und dann auch auf die kleine Glocke, einfach aus dem Grund, weil ich im Moment nicht YouTube selber benutze, um diese Livestreams zu starten, sondern halt Zoom. Und dann werden Sie nicht auf dieselbe Art und Weise benachrichtigt. Also, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich und erinnern Sie sich daran, man darf sich nicht über diese Scheiße emotional aufregen. Man muss die Leute verklagen. Okay, also, Sie wissen, was zu tun ist. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.